Einen wunderschönen guten Abend hier auf Rocket Beans TV. Ja, wie ihr seht, sitze ich hier mit dem großen Idini. Oh, wo ist er denn hin? Eddie, wo bist du? Ja, der hat sich einfach mal weggezaubert, aber ich spiele jetzt mit oder ohne ihn Portal RTX, aber nicht das normale, sondern die Mod Portal Prelude in Raytracing mit euch. Und damit begrüße ich euch hier zu einem Freitagabend, den wir jetzt schön mit einem, ja, Ray-getraceden Spiel einläuten werden, zusammen im Let's Play. Ach, ich freue mich schon richtig drauf. Ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Grafikfreund. Und Portal hat tatsächlich, also das Grundspiel Portal 1, was vor, zwölf Jahren, wann kam das raus? 2007 in der Orange Box, glaube ich. Das hat vor ein paar Monaten schon ein Raytracing-Update bekommen. Und zwar hat Nvidia so ein Tool veröffentlicht, das heißt Nvidia Remix. Damit kann man relativ easy als Nicht-Developer sogar vielleicht, weiß ich schon nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, aber zumindest mit wenig Aufwand alte Spiele selber remastern und eben vor allem die Lichteffekte austauschen. Aber auch mit KI irgendwelche Texturen hochskalieren und. Und das wird gerade im Hintergrund mit ganz, ganz vielen älteren Spielen, wie auch Morrowind und sowas gemacht. Portal war zuerst dran, weil ist recht einfach umzusetzen. Du hast jetzt nicht super viele Lichtquellen. Das meiste ist grauer Beton oder noch grauerer Beton, also nicht viele verschiedene Texturen. Deswegen, glaube ich, haben wir davon so schnell was gesehen. Und dann gab's aber für Portal mal die Vorgeschichte, auch von einem Modding-Team, das ist irgendwie auch über 10 Jahre, glaube ich, alt. Das hieß Portal Prelude und ist quasi aus der Zeit von vor, bevor GLaDOS, also die Super-AI aus Portal 1, den Laden übernommen hat. Ja, habe ich jetzt gespoilert, aber meine Güte, Leute, das Spiel ist von 2007. Anyways, da sind auf jeden Fall noch Forscher am Start. Und ja, da gibt es dann auch Puzzle. Und die wollen aber noch vielleicht ein bisschen humaner testen. Das Ding ist, ich habe das Spiel vor 10 Jahren, glaube ich, auch durchgespielt. Aber ich erinnere mich an gar nichts mehr. Und das ist super schön an meinem dummen Gehirn, dass es so einen Scheiß immer direkt vergisst. Das heißt, ich erlebe jetzt quasi einen neuen Teil Portal. Und bevor wir damit aber loslegen, möchte ich euch noch kurz informieren, was für uns alle, für euch und für mich mega cool wird, denn Chibo ist jetzt hier als Sponsor an unserer Seite und das bedeutet, dass wir in Zukunft hier freitags immer noch mehr viel cooleres, spontanes Live-Programm erleben können. Die begleiten uns nämlich auch die gesamte Gamescom und ja, hier haben wir den Kaffee stehen, aber das Ding ist einfach, wir können jetzt einfach nachmittags schon starten, wir können irgendwelche coolen Sachen uns überlegen, für die wir sonst eigentlich keine Zeit und Kapazitäten haben, wie, weiß ich nicht, einfach mal sich wieder hinsetzen und über Gott und die Welt labern, ohne großes Konzept, aber vielleicht auch den Freitag noch mehr aufblasen mit riesen Megakonzept. Das alles dank Chibo. Vielen Dank an euch und ja, ich würde mal sagen, es ist einfach Win-Win für alle. Von daher bin ich super happy, dass das heute hier mit losgeht. So, ihr Lieben, aber jetzt geht's hier an der Stelle erstmal mit Portal Prelude RTX weiter. Ich starte schon mal das Spiel. Ich bin ganz heiß. Wer weiß, wann sich der gute Eddie hier neben mich zaubert. Und da ist der große Idini. Ja, Sie kommen gerade richtig. Sie kommen gerade richtig, Herr Zauberer. Ja. Wir haben gerade eine Führung. Wollen die nicht mal reingucken? Ja, guck mal. Das erlebt ihr jetzt ja auch regelmäßiger. Ja, wir sind auch live. Wir sind schon live, aber wer live reinlatschen mag, soll live reinlatschen, würde ich sagen. Ey, Walle, jetzt bestätige mal bitte unseren Gästen, dass ich noch nie zu spät gekommen bin. Moin. Also wirklich noch nie. Ich bin hier der zu spät kommt. Aber du hast ja hergezaubert. Ich habe den Zuschauern gerade verkauft, du kannst zaubern. Ja, also wir müssen auch... Genau, geht ja. Ihr seid ein Fan, ihr könnt mal winken. Genau, ja. So viel, ich weiß gar nicht, bis wohin das Bild geht. Jetzt natürlich seid ihr jetzt ein Millionenpublikum. Das ist natürlich jetzt... Willkommen, hallo. Von heute auf morgen. Mit dem Fame müsst ihr jetzt umgehen. Ey, das ist das vollste Let's Play, was wir je hatten. Hä? Das ist das vollste Let's Play, was wir je hatten. Ja, Anja, erzähl doch mal, was hier ist. Ich hab keinen Stift dabei. Aber ich wollte sagen, das Handy ist auch relativ neu umgestellt. Aber wir haben allerdings die Grafik da. Oh ja, wunderschön. Die Grafik, man hört gar nichts, was du sagst, Anja. Also im Fernsehen nicht. Ah ja, stimmt, wir müssen das alles übersetzen. Ja, hier, das hat Laura aus der Grafik gebaut, das, was ihr hier seht. Ja, das ist ein bisschen kalt, ne? Machen wir gleich mal aus. Wo ist denn die Fernbedienung? Da hinten vom Fernseher. Ich konnte die nicht mehr grabben, bevor die Sendung losgeht. Ja, wie geht's euch? Habt ihr eine tolle Führung gehabt? Ja, hat Spaß gemacht. Hat's gerade angefangen oder hört's gerade auf? Hört leider gerade auf.
Ja, dann könnt ihr jetzt ja sofort vor die TV-Geräte gehen und hier unserem schönen Let's Play zugucken. Ja klar, ist egal wo. Ja, einfach dazu, wo man sieht, wo es ein bisschen heller ist. Ja, hier, ich mache auf dem Mond. Kuli? Außer ihr habt noch was anderes da. Nee, wir sind immer auf der Gamescom besser vorbereitet. Ja. Ja, klar, also ihr könnt auch einen Screenshot im Screen machen. Haha. Im Stream, habe ich Screen gesagt? So, hier, nee. Was? Ja, ich hab schon. Wir spielen jetzt das Prelude von Portal. Genau. In der Ray getraced. Und dann ist gleich Chat-Duell. Oh ja. Ah, bist du dabei? Ich mach mal. Ah ja, du bist ja, stimmt, du bist in der Regie. Okay. So, jetzt, also, so. Wenn ihr jetzt gehen könnt. Ja, hab ich schon. Guck, hier, Chat-Duell alle bitte Chat-Duell später alle. Gucken. So nehme ich. Sehr gut. Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Vergesst meinen Namen nicht, ihr zwei. Ist viel cooler als Paluten oder... Sehr gut. Tschüss. Tschüss. Danke. Ich mach mal die Klimaanlage aus. Ja, bitte Klimaanlage aus. So, Leute, hier im Stream, die 1000 Leute, die auch. Das ist ja mal wieder typisch. Quasi. Da komme ich einmal zu spät, dann ist hier gleich eine Führung vor der Tür. Blöder Vorführeffekt. Super. Und dann auch noch die Leute im Internet, die das mitbekommen haben. Aber jetzt hast du es ja verraten. Ich habe hier eine große Show gemacht. Ich habe gesagt, du bist doch der große Edini und hast gezaubert und so. Ja. Weil ich habe mir was voll Kluges überlegt. Aber was denn? Ja, dass du halt Zauberer bist. Vincent Raven, kennst du? Ja, aber was hat das mit irgendwas zu tun? Ja, dass du einfach nicht schlecht dastehst. Das war einfach voll nett von mir. Moment, aber auch wenn ich Zauberer bin, was hat das mit zu spät kommen zu tun? Naja, du hast dich aus Versehen weggezaubert und jetzt wieder hin. Ah, und so. Okay. Mega kreativ, mega schlau. Egal, Leute. Hättest du auch einfach sagen können, ich sitze hier und ich bin unsichtbar. Das wäre viel lustiger gewesen. Aber was soll ich denn, wie soll ich denn lustig sein ohne dich? Das war ja auch ein Problem. Ja, das stimmt natürlich. Dafür hast du den Skill. Was ist denn, erklär mir mal auf, was ist denn hier ein neues Portal oder was? Pass mal auf. Die Zuschauer, die haben ja allerdings meine Erklärung bekommen. Das wäre jetzt ein bisschen redundant. Ich mach's in der Kurzform. Es gab einen Mod, da haben irgendwelche Leute Portal Prelude, die Vorgeschichte von Portal 1 gebaut. Bevor GLaDOS alles übernommen hat, gab es ja mal Menschen in dieser Forschungseinrichtung. Das halte ich für eine... Und das spielen wir jetzt, aber in der tollen Ray-getraced modernen Superfassung. Okay, aber das sind neue Rätselkammern? Genau, die sind weder aus dem offiziellen Teil 1 oder 2 bekannt. Oh je, okay. Ja, ich würde erstmal das Ruder übernehmen. Ja, mach ruhig. Starten wir hier mal rein. Aber du hast die auch noch nicht gespielt. Doch, ich habe es vor 12 Jahren oder so gespielt, aber du kennst doch mein Gehirn. Aber Moment, ich denke, es sind neue Kammern. Ja, damals waren sie neu. Also neu ist, dass jetzt hier alles tolles Licht hat. Hör erstmal zu. Your specimen has been processed and we are now ready to begin the test run. What now? Seriously, what are you saying, Mike? Ah, okay, da sieht man schon die ganzen Reflexionen. Oh ja, das ist schon standard procedure. We need to read this. Ich weiß bis heute nicht, was RTX ist. Ist das Reflexionen? Realistische Reflexionen? Ja, das ist der auffälligste Part davon. Im Prinzip schießt ja in unserer echten Welt jedes Licht kleine Lichtstrahlen. Und die bouncen ja auch wieder so wo ab. Also wenn du jetzt hier hinter meinem Pulli guckst, ist der bestimmt leicht gelb angeleuchtet, weil hier irgendwie ein Lichtstrahl dahin bounced. Gut, schwarz verschluckt schnell. Aber das hast du bestimmt schon mal gesehen. In Ecken, da unten ist so ein bisschen dunkler in der Kante. Das nennt man... Das habe ich Schatten immer genannt. Mhm, genau, aber die sind ja alle reingefaked in so Games. Aber hier wird alles Echtzeit berechnet. Also genauso wie unsere Welt berechnet wird, dass jeder Lichtstrahl quasi irgendwo gegen schießt und abbounzt, der erzeugt dann nämlich natürliche Schatten. Das sehen wir auch daran, wenn wir hier dieses Radio mal verändern, dann hat es hier echte dynamische Schatten. Aber Schatten gab es doch schon seit hunderten von Jahren. Das stimmt. Und deswegen ist das auch super unbeeindruckend, damit zu flexen. Aber die sind jetzt halt viel realistischer, weil wenn du das Objekt weiter, das kann ich jetzt hier nicht so demonstrieren, vom Boden wegtust, dann wird der Schatten immer, hat immer komischere Outlines, so, also immer die blurriger wird. Und so näher der ist, desto kantiger ist es. Da ist ein QR-Code hinten drauf. Sollen wir den mal scannen? Wo? Auf dem Radio. Ach, ja, geil. Ja, mach mal. Wo hab ich denn jetzt mein Handy? Ich hab's jetzt aber auch ehrlich gesagt schlecht erklärt. Ich war jetzt hier gerade auf krasse Rätsel-Action eingestellt. Black Mesa, sagt er schon. Oh, echt? Oh, cool. Wenn du scannst, kommst du auf Black Mesa. Auf die Website. Und Steam. Ah, guck mal, vielleicht haben die Mod-Entwickler auch was mit der Black Mesa-Mod zu tun. Roba Collective, kann das sein?
Ich glaube, so hieß das Entwicklerteam von der Black Mesa Mod. Können der Chat ja mal eben überprüfen. Das ist auch sehr cool. Also die Source Engine hat ja wirklich viele Fans damals gehabt und viele Leute, weil sie so easy moddable ist. Guck mal hier, Rotator schreibt es doch gerade. Durch Raytracing kann im Spiel indirektes Licht, das über Ecken reflektiert wird, halbtransparent. Jetzt ist der Beitrag weg. Ja, jetzt aber spielen wir auch mal ein Spiel, weil ich will hier gar keine Grafikshow draus machen. Das ist nur der Aufhänger, warum wir so ein altes Spiel mal wieder spielen. Aber da sieht man auch die Reflexion in dem Glas, egal. Sieht man, ja. Oder hier auch der Cube. Das sieht schon schön aus. Hier, schau mal. Ja, toll. So, jetzt tue ich das mal da drauf und geh mal hier raus. Weil wir sind natürlich ein Testsubjekt, so wie in Portal immer. Allerdings... Hör mal, die Portal gerade gar nicht. Die hat man nie am Anfang. Schrei mich bitte nicht an. Bin ein lauter Typ. Stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Immer auf Krawall aus. Guck mal, siehst du den da oben? Ja. Ist das der G-Man? Nee, das ist ein Mitarbeiter, glaube ich. Der redet auch mit uns. Bisschen leise, ne? Er sagt, ist der platt? Stehen Sie nicht die ganze Zeit wie ein Idiot herum. Sagt er das wirklich? Ich hab nicht zugehört. Da musst du durch. Und die Kamera, wenn die auch durch ihre Fenster gucken. Warum wurde nie bis heute Portal 3 gemacht? Verstehe ich nicht. Gibt's irgendein Valve-Spiel, was die Zahl 3 trägt? Das ist irgendwie so deren Ding, das nicht zu tun. Ist auch irgendwie... Die haben ja auch nur 2 Spiele. Naja, Half-Life, Team Fortress, Portal, Counter-Strike. Counter-Strike hat jetzt Counter-Strike 2 bekommen, aber gibt's jemals Counter-Strike 3, ist die Frage. Guter Punkt, sie haben ein paar mehr Spiele. Sie verwenden nur nicht gerne die Zahl. Oh, hier bin ich. Meinst du, das ist der Grund? Keine Ahnung. Nee, die sind so reich durch Steam. Dass sie brauchen keine Spiele mehr. Aber andere Entwickler sind auch reich. Nintendo ist auch reich und bringt trotzdem neue Spiele raus. Ich verstehe das alles nicht. Ja, aber die haben ja nicht ganz so einen coolen Launcher, für den sie nichts tun müssen. Die müssen ja auch ab und zu ihre Konsole verkaufen. Ja, aber die machen ja, also gut, Geld, die sind doch eh reich. Also, aber die haben doch auch Spiele mal irgendwann gemacht, weil sie Bock haben, ihre geilen Ideen umzusetzen. Ich sag ja nicht, ja, die müssen jetzt im Jahrestakt so wie Assassin's Creed releasen, aber ja. So alle 10 Jahre mal zu sagen, dass da irgendwie Gabe Newell sitzt und sagt, ey, ich hab Bock, ich hab eine geile Idee für einen Portal-Raum. Mhm. Let's go. Ja, aber das passiert ja auch so ein bisschen. Weißt du, wie Valve arbeitet? Die dürfen einfach ihren Schreibtisch in eine völlig andere Division schieben und sagen, heute habe ich Bock, am Steam-Bezahlfeature mitzuarbeiten und in 3 Monaten habe ich Bock, ein Team auf die Beine zu stellen, was Counter-Strike 4 entwickelt. Die haben so ein ganz freies Arbeitskonzept. Die arbeiten nach Bock. Weil es darüber coole Interviews und Berichte und so gibt. Die arbeiten nach Bock? Ja, also das stand jetzt nicht so im Interview, das sag ich. Ja, anyways, ich hab doch nur ein Portal. Wo ist denn das andere? Achso, das ist noch gesetzt. Sorry, ich war verwirrt. Guck mal, by the way, was mega cool ist. Ich bin tot. Ja, ich war ein bisschen dumm. Gut, dass dir das nicht aufgefallen ist. Ich überlege immer noch, was an dem Satz, die arbeiten nach Bock, nicht stimmt. Ah, okay, du machst sie einfach kaputt, indem du die... Oh! Von unten... Ja, das geht nicht überall, weil das sind jetzt zum Beispiel Untergründe, da kann ich nicht drunter ballern. So kann ich hier noch ein Beinchen stellen, ich kleiner Asi. Tja, aber guck mal, was cool ist, wenn ich jetzt hier nämlich eins hinschieße, dann wird das da direkt reflektiert. Isn't that great? Ja. Hey Mike, sagen, das wäre mir ein paar tausend Euro wert. Das kostet mich tatsächlich ein paar tausend Euro. Das ist ja das Absurde. Wenn du das erleben willst, wir haben ja hier jetzt neue Ultramaschinen mit 4070ern oder so drin. Und ich glaube. Wie gut 4070er? Ich habe so eine zu Hause. Sehr gut tatsächlich, ja. Ich habe nur eine 3080. Nee. Die ist auch gut, aber ich hätte lieber eine 4070. Also, wir können gerne tauschen. Ich habe die noch nicht eingebaut bei mir in den Computer, weil ich mit der 3080 immer noch sehr gut klarkomme. Ja, die ist ja auch super, klar. Was kann die 4070er, was die 3080er nicht kann? Sage ich dir sofort, aber guck mal kurz, das hier ist eine riesige Lichtquelle. Ja. So, und das Licht geht halt bis hierhin, aber ab hier bauen sie es nicht mehr so richtig weiter. Also hier der Raum ist einfach auch natürlich dunkler und normalerweise faken Entwickler das seit Jahrzehnten, nur dass das hier alles auf der 4070 live berechnet wird. Das gibt's auch gar nicht. Das gibt's auch gar nicht. Wie kann denn sowas? Das ist für mich Hexenwerk. Ist es auch, ist es auch. Ja, was kann die? Die hat ein bisschen mehr Videospeicher. Ich vermute mal, du hast die
immer, bin ich blöd? Achso. Du hast die 3080 mit irgendwie 10 GB und ich glaube, die hat 12 GB, wenn ich mich nicht irre. Hat mehr Shader-Kerne, mehr CUDA-Kerne, also ist halt allgemein einfach ein bisschen schneller. Aber die 3080 ist halt immer noch so eine stabile Karte, dass man sich praktisch gar nicht beschweren kann. Sag mal, wie komme ich denn hier weiter? Aber brauchst du Hilfe beim Einbauen? Ja, tatsächlich. Das erwähntest du schon mal. Ach, guck mal, die wollen hier, dass ich so eine kleine Katapultierung Du musst reinspringen, damit du Schwung bekommst, ne? Ja, aber wenn ich jetzt hier rauskomme, stehe ich dann hier nicht sofort wieder? Ich frage mich halt, von wo? Ist hier über mir noch was? Nee, ich mach mal, ich springe jetzt einfach mal. Der Trick bei Portal ist ja immer der. Du musst ja wissen, wo du hin willst. Weißt du das schon, wo du hin willst? Das weiß ich. Wo denn? Und zwar dort. Da. Das so, dann musst du das Portal hinter dich aber in die Wand kann ich da nicht einfach rüberspringen? Ey, warte mal, das kriege ich auch ohne Portale hin. Wer braucht Portale, wenn er auch springen kann? Na, gut. Da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Portale. Na ja, gut, das ist so gemacht, dass es nicht geht. Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt... Das bringt mir ja rein gar nichts. Nein, hinter dich, da. Du machst alles falsch. Ja, pass mal auf, aber wenn ich das jetzt hier hinschieße... So. Und dann hier reinspringen... Ja. Bist du drüben. Bin ich wieder hier? Ja, weil du es schlecht gemacht hast. Vielleicht, ja. Okay, das gebe ich zu. Ey, du hast recht. Das war einfach schlecht umgesetzt. Das hätte ich niemals von mir erwartet. Hey, Mara. Ist Mara am Start? Ich glaube, ich verstehe es. Warte mal, jetzt. Ich bin verwirrt. Du kannst doch nicht... Ich mach überhaupt nicht so, aber du führst mich mit deiner puren Anwesenheit komplett in die Irre. Da, der Pfeil sagt doch, wo du hin musst. Das stimmt. Aber denk doch mal mit. Und ja, jetzt? Das ist jetzt schwierig. Jetzt muss ich auch mal gerade gucken, weil da ist keine Wand, aus der wir rausflutschen können. Soll ich es kurz für dich lösen? Ja. Ich nehme einfach das Momentum von hier mit, von meinem Sprung und springe dann da wieder raus. Sehr gut. Und klammer mich da dran. Clever. Clever. Krank, oder? Richtig gut. Bam. Toll. Ja, man muss natürlich auch dreidimensionales Denken können. Ja, da bin ich sehr gut drin. Also ich kann generell ziemlich gut denken, aber besonders gut dreidimensional. Drei Dimensionen. Ja. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Habe ich das zu niedrig gesetzt? Ja, ich glaube, das war das Problem. So. Nochmal. Wieder rein, sehr gut. Stark. Schön, jetzt sind wir im Aufzug. Das ist ein befriedigendes Gefühl, wenn man dann endlich im Aufzug ist. Das ist wirklich toll, generell bei Rätselspielen. Wenn du ganz lange an einem gehangen bist und das dann endlich gelöst hast... Es gibt kaum geilere Belohnung. Es ist ja wie beim Schach, dass du die ganze Zeit denkst, ich raff nicht, wie es geht. Und dann, wenn die Lösung da ist, denkst du dir die ganze Zeit so, oh ja, so ein, ist ja logisch. Tatsächlich ist es genau das Gefühl, ja. Dann sieht man ja nur noch die Lösung. Dann siehst du nur noch die, dann kannst du gar nicht mehr nicht die Lösung suchen. Was ist hier? Da darfst du nicht durch. Doch, das ist einfach nur, wenn ich jetzt hier ein Portal hinschieße und dann hier durchgehe. Ist es weg. Dann ist es weg, genau. Soll nur verhindern oder das Rätsel schwieriger. Guck mal, hier steht wieder jemand. Das Rätsel schwieriger machen. Oh, hier ist meine zweite Gun. Jetzt kann ich beide Portale schießen. Jetzt ist ja richtig einfach. Ja. Oh, was geht hier? Ach, hier kann ich das wieder für Momentum nutzen. Aber hier gibt's keinen. Komm ich darüber? Ach so, na, genauso wie eben. Pass mal auf. Nur, dass ich jetzt an die gleiche Stelle zurückgesprungen bin. Das war natürlich super dumm. Wie komme ich denn jetzt? Ja, also der Movement ist auch gar nicht so... Ist auch ein bisschen Geschicklichkeitsspiel tatsächlich manchmal. Gerade bei diesen Sprüngen. Ich frage mich gerade, ob das physikalisch unmöglich ist, so ein Portal zu machen. Weiß ich nicht so. Quantenmäßig kommen wir da vielleicht noch hin, keine Ahnung. Also das meinst du, ne? Also nicht, ob diese Jumps technisch... Nee, einfach ich mach hier ein Ding rein und komm da wieder raus. Das wäre halt... Das wäre so mega. Das wäre wirklich sehr gut. Das wäre sehr cool. Das war letztens bei Games Fights eine Frage, welches Videospiel-Gadget man am liebsten in der realen Welt hätte. Oh, und ich habe die Portal Gun genommen. Gut. Hast du gewonnen? Nee. Weil Anton hat den Sheikah-Stein von Zelda genommen, was basically ein Tablet ist mit... was irgendwie Sachen vereisen kann, Magnet-Shit machen kann und keine Ahnung. Ich fand's das ist doch nicht geiler als die Portale. Finde ich auch Quatsch. Aber weißt du, was sie gesagt haben? Was? Ich habe nämlich gesagt, pass mal auf, der Karibikurlaub, da lässt du ein Portal, gehst nach Hause und kannst jeden Tag vom Büro direkt wieder in die Karibik steppen. Und dann haben die gesagt, ja, aber was machst du dann beim Zoll? So bei den welcher Zoll?
Ja, also nee, um einmalig in die Karibik zu kommen. So jeder in der rechten Welt sagt doch immer, oh Gott, der hat eine Waffe und so. Das war deren Killer-Argument. Sehe ich nicht. Wer hat denn Angst vor so einem weißen... Du kannst, der muss ja nicht ins Handgepäck tun, außerdem. Ja, so das... Soll, der weiß das ja auch gar nicht, dass du die Portal Gun dabei hast. Abgesehen davon ist das Problem vielmehr, die Portal Gun bringen natürlich auch ein paar Probleme mit sich. Also zum Beispiel Banküberfälle würden wahrscheinlich drastisch zunehmen. Ja, das stimmt wirklich. Wobei, du musst ja immer erstmal in den Tresor kommen. Ach, du meinst bei Öffnungszeiten, sagst du, ich möchte an mein Schließfach? Dann hinterlässt du ganz unauffällig so ein riesiges gelbes Portal und dann gehst du nach den Öffnungszeiten wieder rein. Ist das der Plan? Ich hab's noch nicht ganz zu Ende gedacht. Fällt es dir schwer, genug Schwung zu bekommen, diesen Test zu beenden? Keine Angst, hier sind ein paar Optionen für sie. Nein, mir fällt gar nichts schwer, jetzt hört auf, mich zu beleidigen hier. Ich unterhalte mich gerade. Ja, gehen Sie in das Menü Optionen, deaktivieren Sie. Weißt du, was du falsch? Soll ich es dir sagen? Ja, bitte. Warum ist denn das schräg da unten? Das musst du drehen, dass es nach oben guckt. Das kann ich, glaube ich, nicht beeinflussen. Das wurde eben einfach so automatisch aktiviert. Und ich weiß aber auch gar nicht so richtig, was mir das bringt. Also, weil, wenn ich hierzu raussteppe, dann fliege ich nur viel kürzer. Und ja, deshalb sage ich ja, du musst, dass das nach oben guckt. Ja, aber das kann man nicht beeinflussen. Gibt es irgendwo einen Schalter? Vielleicht. Geh nochmal kurz hier rein, was wäre hier noch? Also hier würde ich ja genügend Schwung bekommen, aber ich habe halt diese Einschränkung hier, dass ich hier logischerweise nicht die Portale... Oh, den Raum darfst du nicht benutzen. Dafür. Nee, das ist ärgerlich. Deswegen... Guck mal, drittes Rätsel und schon lost. By the way, das Spiel hat auf Steam gerade größtenteils negative Bewertungen, weil die Leute schreiben, inhaltlich Kritik ist das überwiegend, dass die Rätsel nicht gut gealtert sind. Also, dass sie nicht so geil designt sind wie im echten Spiel, wo du durch Intuition halt auch drauf kommst, sondern dass viel so Trial-and-Error-Kram ist. Und die haben ja hier auch eben schon eingeblendet, ja, wenn sie nicht genau weiter wissen, dann sind sie bestimmt nur doof gesprungen und so. Wenn sie das schon sagen müssen, wie gut ist dann das Rätsel designt? Warte mal, stand ich da drauf? Bringt mir das was? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Doch, ich stelle mich doch nochmal da drauf. Das ist komplett genial. Pass mal auf jetzt. So, jetzt habe ich nämlich mehr Schwung von oben. Ah, okay. Und bin... Bisschen weiter nach links. Ah, bisschen weiter nach links. Das ist es. Pass mal auf, dann tun wir das doch einfach hier hin. Das ist schon tricky, dass du dich da auf das Schild stellen musst als drittes Rätsel. Das finde ich auch ein bisschen quatschig. Weiß ich nicht, ob das die richtige... Ob das die richtige Lösung ist, das ist eine gute Frage. Was also es ist offensichtlich vielleicht richtig, aber ob es so gewollt ist? Ja, genau. Und wenn es gewollt ist, dann verstehe ich sofort die Steam-Kommentare, die sagen, ja, das ist aber auch irgendwie schlechtes Rätseldesign. Aber es ist auch nicht richtig. Es ist auch nicht richtig. Wobei, ich könnte einen Duckjump machen in der Luft. Lass mich doch einmal mit Duckjump versuchen. Donald Duckjump. Genau, der. Oh, ist ganz schön schwer, hier auf dieses blöde Schild zu kommen. So. Pass mal auf, jetzt kommt Skillowalle. Warum ist denn das jetzt schief? Du wirst es nicht schaffen. Aber ich hab's geschafft. Haha, mit Duckjump. Aber war das jetzt die richtige Lösung? Glaub nicht. Sag mal, Chat, hab ich das gespielt? War das die richtige Lösung? Also es hat geklappt. Es hat geklappt. Kreative Lösung, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ich es eher gecheased habe. Das können die ja nicht ernst meinen. Bin mir nicht sicher. Früher bei Portal hätte ich gesagt, denen passiert das nicht, dass die ja irgendwie das. Also konnte man bei Portal viel cheesen? Ich glaube nicht. Nee, eigentlich nicht. Also doch, es gibt ein paar, die für Speedruns. Okay. Extra mitgedacht wurden, also wo du einen kürzeren Weg wählen kannst. Aber der ist trotzdem nicht so auf Geschicklichkeit wie das jetzt gerade, sondern da musst du nur den richtigen Gedanken haben, weißt du? Ja, wenn es funktioniert, ist es richtig. Wer weiß, wer weiß. Okay. Wie geht's jetzt hier weiter? Hier müssen wir hoch. Ja, aber das ist doch die gleiche Nummer wie immer, oder? Jetzt reinspringen. Ja, das kann doch auch keiner wissen, dass dieser Döngsel da hier runterfällt. Dieser blöde Döngsel, ey. Ja, Mann. Doppelsprung. Zweimal durchs Portal. Stimmt, das gibt irgendeinen Momentum-Boost. Aber warum? Das verstehe ich physikalisch nicht. Weil du immer tiefer fällst. Also, das ist ja dann wie, wenn du aus dem Flugzeug springst. Du wirst immer schneller. Bist du aufklatscht. Ja, bis zu so einem Maximalgeschwindigkeits-Ding. Wahrscheinlich. Ja, aber vielleicht ist es das, ja.
Gut. Ja, ich muss mal kurz in mich gehen, Leute. Ich muss mal kurz nachdenken, mich kurz konzentrieren. Ja, ihr macht es bitte auch mal kurz und wir sehen uns hier gleich in wenigen Sekunden oder Minuten wieder. Liebe Leute, willkommen zurück und wir haben ein bisschen nachgedacht, beziehungsweise ich habe ganz vergessen, dass nachzudenken. Das auch stimmt, ich habe nur gelabert, dass es eine Hilfestellung immer in diesem Spiel gibt. Schaut euch das mal an. Es gibt ja immer diese kleinen Tafeln hier, die gab es ja schon im Originalspiel und das kann man 4 und die haben immer diese Piktogramme und wenn die quasi ja, gehighlightet sind, dann ist das auf jeden Fall ein Tipp. Hier soll man offensichtlich wie ein Verrückter von oben nach unten fliegen. Und ich glaube, sie meinen damit genau das, was du gerade gesagt hast. Aus dem Flugzeug zu springen, quasi die Maximalgeschwindigkeit des menschlichen freien Falles zu erreichen und dann, glaube ich, aus dem Fall ein Portal zu schießen und das Momentum für diesen Jump mitzunehmen. Und deswegen gibt es hier den Kram an der Decke. Ja. Wir warten alle auf den Sprung. Nee, dieses Ding fällt auch ab. Mann! Blödes Dangsel. Du machst aber auch alles komisch. Warum? Ich wollte mich an die Kante stellen. Also du weißt, die Portale müssen übereinander, also ne, die müssen direkt, das muss direkt rund unter dem anderen sein, damit du aus dem rausfällst und wieder in eins reinfällst. Genau. Warte, ich mache erstmal den Dangsel hier weg, der nervt mich. So. Der fällt auch runter. Ja, ich bin direkt weggesteppt. So, pass mal auf, aber hier ist doch, das ist doch gar nicht möglich. Ach doch, warte mal, hier ist so. So. Und so, und wie kommen wir jetzt da rein? Einspringen. Ja, aber das ist doch voll weit weg. Und die Einspringen von dem Balkon da links. Von dem kleinen, aber ja, okay. Du wirst ja mal schneller. Ja, du hast recht. Du hast recht, du hast recht. So, jetzt wird's zack, 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 zack. So, und jetzt muss ich das Blaue hier hinschießen, ne? Ich war hoch genug, aber mach mal in diesem, in der Geschwindigkeit diesen Jump dahin. Wo hast du es denn jetzt? Hier. Ich bin hier rauskatapultiert worden, um dann da zu landen. Schau, das war so schnell, da konnten deine Augen, die ja nur 30 Frames wahrnehmen können, wie Leute im Internet immer behaupten, die konnten nicht mehr folgen. Hm. Ist das richtig? Doch, das hatte das Originalspiel tatsächlich auch schon häufiger. Aber du kannst doch einfach... Darf ich mal kurz? Ja, natürlich, aber... Das ist auch, oder? Nee. Oh, dann mach mal. Ich habe eine andere Idee. Jetzt muss ich aber die Maus nach links nehmen. Der Chat hat aber auch gerade was super Schlaues gesagt, was ich, das war ich zu zweifel. Dumm nicht gemacht habe. Ich bin super. Nur Spaß, Chat, ihr wisst doch, ich liebe euch. So, guck mal. Ah, nee, da ist ja Glas. Okay. Das siehst du jetzt erst. Ja. Wenn man sonst. Hätte man von da oben. Genau, das wäre halt cool. Da hätte man sich rüber katapultieren können, wie wir es im Prinzip in den Rätseln vorher gemacht haben. Oh, das ist ja aber auch mit der... Wie springst du denn hier? Leertaste. Kann nichts machen. Weil du zwischen einem Döngsel und der Wand stehst, das ist, glaube ich, nicht... Das kann nicht sein, dass ich eine Sekunde spiele und es geschafft habe, komplett stuck zu sein. Ich glaube, das wird der Schwitzer der Woche. Ich kann wirklich nichts mehr machen. Ah, doch. Ah, doch, du hast dich frei. Jesus. Kämpft. Sehr gut. Das ist wieder mal so typisch, dass mir das passiert. So. Und jetzt können wir doch mal gucken, wenn wir hier. Ja, das ist super schlau, was du hier gerade machst. Weil, das hat der Chat nämlich auch gesagt. Ja. Wobei, nee, ich warte noch, ob du genau das machst. Ja, ja. Und du wolltest das dann, das Rote. Ja. Ja, im Flug halt natürlich erst. Weil hier ist ja diese Kante da dazwischen.
Und der Chat hat nämlich gesagt, man kann ja das Portal einfach unter sich schießen. Dann muss man gar nicht diesen wilden Sprung, den ich eben gemacht habe, machen. Ja, ist ganz geil mit der Orientierung, ne? Da hat man auf jeden Fall einen Überblick. Da sind die Treppen. Das war nur das falsche Portal, du musst das blaue schießen. Okay, Moment. Jetzt habe ich sie vertauscht. Jetzt muss ich das rote schießen. Genau, gleich im Flug, ja. Jetzt hast du so einen Seitensprung. Mach am besten immer so hier ein bisschen hin. Oh Mann! Du musst hier einfach nur unter das Gelbe stellen und das Blaue perfekt unter dich, weißt du? Also jetzt neben das Blaue. So, und jetzt unter dich das Blaue. Genau. So ungefähr. Ja, ein bisschen präziser. Quasi so, ja. Okay, Mann, jetzt geht doch mal weg, Portale. So, da und da. So. Also, wir machen es nochmal neu. So. Eins. Ja, perfekt. Jetzt haben wir noch einen schönen freien Fall. Love it. Das Schwierige ist nur in der Geschwindigkeit, diesen... Jetzt verstehe ich aber auch die Kritik an den Rätseln. Ja. Das ist hier jetzt Präzision. Hier geht es nicht mehr um die gute Idee, sondern hier geht es jetzt um die ganz präzisen... Exakt, es ist viel mehr Geschicklichkeit als Braincram so. Braincram. Ja. Genau. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das kann doch nicht die einzige richtige... Ich glaube, diese Kammer will dir genau das beibringen. Ist super frustrierend. So. Ich kann aber auch nicht mehr zugucken. Ich muss das jetzt... Das ist nicht intuitiv. Ich muss das jetzt einmal in perfekt machen. Wieso ist das ein... Ich bin du bist in die falsche Richtung gesprungen. Es war richtig, aber ja. Es war falsch. Völlig korrekt. Aber ja. Das ist doof, ne? Es ist zu fummelig einfach. Die Idee ist ja gut, aber macht mir doch den Sprung ein bisschen einfacher. Weil ich muss ja hier so... Wohin muss ich denn dann springen? Nach links? Also A drücken? Nee, genau. Was ist das? D? Scheiße. Und was ist das jetzt? Scheiße, und der Webcam. Denn Mann. Die habe ich hier, glaube ich, mit meinem krassen Gewicht, mit meinem Fall Damage habe ich die abgedingsbumst. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das der 100% richtig ist. Doch, Chat ist komplett überzeugt. Also es hat das Originalspiel auch genauso schon gemacht, nur in cool. Also ohne, dass du, wenn du auf die Idee kamst... Aber nicht, halt aber ja, also das mit dem Dauerdurchfallen schon. Ja, ja, genau. Und dass du auch woanders hinschießen musstest, aber nicht direkt in den Boden daneben und dann irgendwie so. Hast du es? Durch Zufall habe ich es geschafft, ja. Super. Ja, fühlt sich ja jetzt auch nicht so super befriedigend an. Finde ich auch. Weil du das Gefühl hast, ja, die Idee hatte ich, aber dass es jetzt geklappt hat, war jetzt... Das finde ich das Tollste. Dass du dir auf deinen eigenen Arsch gucken kannst. Genau, das liebe ich. Deswegen habe ich auch zu Hause in meinem Badezimmer so zwei Spiegel hintereinander platziert. Das ist ein Trick, wenn man keine Portal-Gun hat. Dann kann man in die Unendlichkeit gucken oder rausfinden... wer die Mutter von Ray ist. Stimmt. Oder auch nicht. So ein Quatsch. Nicht spoilen. Hör doch damit auf. Okay. Okay, du musst fliegen, nicht die Hände waschen. Okay. Wieder viel Geschicklichkeit, habe ich das Gefühl. Viel Glück in diesem Raum. Ja, danke. Okay, da oben ist was. Wo muss man denn hin? Das hast du ja eben sehr gut gesagt. Man muss quasi immer erstmal herausfinden. Oh, hier kann man, glaube ich, sterben. Oh, das sieht ja auch ranzig aus hier. Du hast ja eben sehr gut gesagt, man muss erstmal rausfinden, wo ist das Ende, wo ist mein Ziel. Und ich glaube, da oben, weil hier sich Pfeile hinzeigen. So. Ist natürlich super smart. Und jetzt könnten wir wieder diese Flugscheiße machen, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Deswegen lasse ich es sofort wieder sein. Ich wollte eigentlich nur da oben rausgucken, weil dann habe ich hier so einen besseren Überblick.
Komm. Da musst du bestimmt drauf. Da muss ich drauf, genau. Kann ich jetzt nicht rausspringen und da sofort ein Portal drauf schießen? Hä, du kannst einfach ein Portal drauf schießen? Ja, hier kann ich ihn durchschießen. Ich muss schon durch einmal. Ja, geh doch durch. Ja, warte. Das ist sehr, ich muss es sehr geschickt machen. Stark. Übel geschickt, so. Jetzt bist du drauf. Einfach durchgehen und bist drauf. Yes, guck mal. Nice. Und jetzt müssen wir dahin. Unter dir. Da. Ah, da, danke. Ach, guck mal, jetzt müssen wir ja nur noch hier runterspringen. Ja, das war viel zu einfach jetzt plötzlich im Vergleich zu dem Ding eben. Lächerlich. Aber hier ist nix. Oh. Haben die uns verarscht? Nee, weil die wollen, dass du noch höher springst. Das heißt, du musst aber von hier... Wo ist denn der Ausgang? Da oben. Da, ja, aber das ist zu. Hä? Hier unten kann ich sterben. Okay, cool. Oder wollen die, dass ich jetzt hier wieder zurückspringe? Ja, das macht ja keinen Sinn. Hm. Aber das ist... Was ist denn das hier für eine Quatsch-Area? Hier will ich wieder weg. Ach, da oben! Oha. Ah, okay. Aber wait, wie komme ich jetzt zurück? Da rein. Ja, meinst du, ich schaff den Sprung? Ja, oder da einfach links in die Wand. Ja, so, ne? Das wirkt aber auch tricky, ehrlich gesagt. Ja, aber easy. Okay, warte mal. Okay, alles klar. Warum duckst du dich? Weil ich dann mich präziser bewegen kann. Guck, so ist es total... Oh, das war so knapp. Okay. So, hier kommen wir her. Cool. Jetzt hier in die Richtung. Schau, wie schön hier alles leuchtet. Ah, toll. Und guck mal, die haben auch die Texturen erneuert. Toll. Hier sind jetzt richtige... Löcher. Kleine Löcher. Kleine so Einlass. Aber ja, die werden auch beleuchtet. Da würde ich gerne mal meine Hand drüber so rubbeln. Ja, ne, das sieht unheimlich danach aus. Das ist so... Das fühlt sich bestimmt gut an. Glaube ich auch. Ein Handschmeichler, ein sogenannter. Ein Handschmeichler. Jetzt machst du die Klappe auf. Ja, und dann? Jetzt sehen wir halt das hier, wo wir eben waren, von oben. Aber was? Ah, hier müssen wir hin. Ach nee, nee, so. Nee. Andere Seite. Nee, 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 nee. Hoch. Hoch. Da. Ja. Da ran. Ja. Nee, ans Weiße. Da. Ja. Und jetzt unter dir. Ja, ja. Da. Und da. Und rein. Klar. Ja, mach doch. Ja, aber warte mal, hier ist ja auch noch was. Können wir das nicht direkt erreichen? Nee. Jetzt sind wieder alle weg. Ja, ja, ist nicht so schlimm, die können ja neu machen. Ich will nur wissen, was wollen sie hier genau von uns, weil wenn ich jetzt einfach nur eins hier hinschieße und dann unten reinspringe, dann falle ich ja hier einfach nur dumm wieder raus, weißt du? Nee, weil du Schwung hast, landest du auf der anderen Seite. Das stimmt, aber ich kann ja einfach hier hin. Hä, weil man kann sich ja nicht einfach durchgehen? Ja. Diese Portaldenke macht er manchmal fertig. Manchmal denkt man zu kompliziert um die Ecke. Aber es muss, dieser Button muss da, ja... Du musst da drauf, ja. Ja, genau, aber ich muss hier, glaube ich, eins einfach platzieren. Oder ist jetzt auch eins, cool. Ja, ja, da musst jetzt, du mit Schwung rein. Jetzt macht das Sinn. So, welches ist da? Das heißt, ich muss das Orangene... Ah, nee, aha. Nee, mach nochmal die Luke auf. Ja, ja, ich muss mich einfach beeilen. Die hat ja einen Timer. Ich muss jetzt schnell hier... So, dann schieße ich das hier wieder hin. Dann... Und dann springe ich hier durch. Ja, los. Stark. Was? Was? Doch. Hä? Nee, jetzt bin ich wieder auf so einem Kackvorsprung. Das ist aber nicht so schlimm. Ja. Aber es ist ja trotzdem dumm, dass sie dann hier noch... Mann, jetzt verstehe ich diese negative Kritik. So. Es fühlt sich nicht so nach dieser... Es ist nicht... Ja, an. Es ist nicht polished. Das ist absolutes Ding. Ist fairerweise auch nur eine Mod, muss man auch sagen. Die Leute haben das ja nie gelernt, aber... Ach so. Ich dachte, das ist von Valve. Nee. Das... verwendet nur die ganzen Assets und so. Das ist schon von einem Modding-Team. Ach so, das ist von irgendeinem Hansel, der in seinem Keller saß und es gemacht hat. Ja, ich glaube von den Black Mesa-Entwicklern. Also es ist ja auch nur eine Mod von Half-Life 1, die sie in der Half-Life 2... Ja, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen erleichtert jetzt. Ja, okay, dann ist ja alles gut. ja, aber Moment mal. Ach so, jetzt wieder die Nummer. Och nee, das muss ich in der gleichen Zeit noch schaffen, weil ich brauche jetzt ja quasi hier ein Portal. Weil das würde ja nicht reichen, wenn ich hier reinspringe. Weißt du, ich muss mich dahin katapultieren. Das ist ja eine blöde Scheiße, Leute. Gut, da muss ich mich einfach mega beeilen. Ich habe mich schon gefragt, warum dieser Counter so mega lange ist. Jetzt bin ich oben, genau, und jetzt schnell, ich muss denken. Nein! Was machst du denn? Ich habe da außerdem das falsche Portal geschossen, aber sonst kannst du folgen.
weiß nicht, ob du die Sachen nicht ein bisschen überkomplizierst, ehrlich gesagt. Okay, biete mir eine einfachere Lösung und ich gebe zu, dass ich irgendwas verüberkompliziere. Was ist jetzt passiert? Wo bin ich? Ich bin in der Wand. Ich bin im Boden. Guck mal. Hä? Ich bin im Boden. Ja, du hast Pot... Ja, aber nein, das nicht intendiert. Was für ein Ding? Das ist nicht gewollt so von den Entwicklern. Guck, auch der Effekt für die Scheiben fehlt. Ich kann jetzt mal in den Raum gucken. Das ist einfach ein Glitch. Ich finde das nicht gut, dass du mit Glitches arbeitest. Wie? Ah, nein. Was? Level 2? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre ein anderes Dingsbums. Och, nö. Da. Ihr habt doch gesehen. Das war nicht ich. Hier komplett schief. Wie habe ich das denn eben gemacht? Viel schlauer. Jetzt bin ich ein bisschen demoralisiert, Eddie. Ja, also mir macht die Mod vor allen Dingen Bock auf Portal 1 und 2. Ja, das sind auch wirklich tolle Spiele. Das habe ich nicht getroffen, super. Ja, gerade 2 ist ein grandioses Spiel. Die Level hier sind mir zu fummelig. Mhm. Ja, ich glaube, dass wir lesen gleich mal ein paar Steam Reviews. Das ist übel fummelig, weil es ist vielmehr so, hey, kannst du ganz schnell wohin zielen? Dafür gibt es andere Genres. Dann kannst du auch Quake spielen. So, weißt du, dann brauche ich kein Portal, wenn ich das will. Verstehe ich. Ja, das ist einfach nicht so intuitiv. Es ist nicht so spielerisch. Also, das war ja das Tolle an den Portal-Spielen, für alle, die sie nicht gespielt haben, dass die so smart irgendwie sind. Dass die so. Ja. Die Rätsel sind zwar schwer oder die werden immer schwerer, aber du hast immer das Gefühl, du kannst das irgendwie smart schaffen. Also, das kann jeder theoretisch schaffen, wenn er ein bisschen. Aber hier ist ja schon so, ich meine, dieser Sprung hier da oben, das Portal drauf, das fühlt sich schon. Das mache ich vielleicht auch falsch, aber das ist jetzt halt meine. Das fühlt sich schon nicht richtig an. Schnelle Lösung. So, und jetzt, welches ist da unten? Das Orangene und ich muss das Blaue hier hinschießen. Die Tür ist zugegangen in dem Moment, wo ich war eine Sekunde zu langsam. Du hast dich an die Tür geklatscht. Ach, wait, das war auch eben schon das Problem. Das ist kein Glitch, ich bin tot. Ja. Du bist tot. Ich bin tot? So sieht der Tod aus? Das habe ich mir so viel cooler und spektakulärer vorgestellt. Ja, so sieht der Tod aus, wenn du zwischen zwei Spektralebenen stirbst. Okay. Fair enough. Aber guck mal, wie talentiert ich mich mittlerweile hier durchbewege. Wie ein junger Portalgott. Wie ein junger Walle. Ja, ich bin gar nicht so jung, wie ich aussehe. Ich bin schon ziemlich eingerostet und langsam. Du siehst doch gar nicht so jung aus. Ja, ne, meine, ich habe schlechte Haut bekommen. So, jetzt, Leute, sagt mal, guck mal auf den Chat, ob ich das richtig mache oder ob die sagen, Mann, ist der Walle ein dummer Trottel. Also, die sagen beides. Oh, Mann, der hätte ich ja direkt. Oh, bin so blöd. Wie alt bist du denn? Warte, sag nichts. Du bist... Mir gar nichts gebracht. 29,5. Fast. 31,3. 31 schon? Mhm. Dann kannst du ja bald Abi machen. Das hab ich nicht verstanden. Ich bin langsam alt genug. Pass mal auf, ich mache hier einen riesigen Denkfehler. Die Leute drehen, glaube ich, auch schon durch. Ich hab's jetzt. Ich bin's. Willst du? Ja, mach erstmal. Zeig deinen Denkfehler. Pass auf, ich muss ja am Ende hier hochjumpen. Also quasi. Nee, nicht so. Warum kann ich da denn jetzt keins. Ich dreh bald durch. Ich wollte nur mal eben hier hoch. So, ich muss ja hier hoch. Ja. Das muss ich ja mit einem Katapulteffekt wieder machen. Also das heißt hier, das ist safe, dass da eins rein muss. Ich muss da rein. Ja. Und ich muss ins Orangene springen. Ich Blödian, ich hätte eben einfach nur hier reinspringen müssen. Ja. Ach so. Ja, okay, jetzt mache ich es First Try. Pass auf, es wird jetzt so unnormal gut. Mit Ansage.
Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ja, aber was machst du denn die ganze Zeit? Du bist so wie so ein hibbeliges Kind. Das macht mich wahnsinnig. Die Maushensi ist zu hoch, ist meine Ausrede. Ja, die ist wirklich zu hoch. Das hat mich auch schon genervt. Ich dachte, du hättest sie so eingestellt. Und nee. Jetzt rein da springen! Ja, mach ich doch. Guck mal, jetzt hab ich's gelöst. Ja. First try. Mach doch mal die Sensitivity ein bisschen runter. Mach ich jetzt. Ja, weil deswegen wirkt das so hibbelig. Ich will jetzt auch mal. Ja, machst du. Kriegst du. Ich bin zwar als Mensch ein hibbeliger Typ, aber im Game bin ich natürlich smooth as fuck. Im Game? Welchem Game? Im Game. Im Liebesgame. Im Liebesgame bin ich smooth as fuck. So. Ja, die Leute... Aber das ist auch hier... Da fehlt ein Mauspad. Das ist ja nur... Weißt du, das ist kein Widerspott. Ja. Ein bisschen Widerstand. Das so. Braucht man. Das ist schwammig. So könnte ich hier nicht. Könnt ihr so ein Stück Leder von diesem Sessel abreißen und dir dann da so. Guck mal, wie viel Mausbewegung hier nötig ist. Kannst hier. Ah, und dann ist auch noch Mouse Acceleration an. Ist da? Nee, das finde ich auch scheiße. Was ist denn das hier? Das hat mich ja noch hibbeliger gemacht, Leute. Nee. Ah, Mausbeschleunigung ist 1. Kann man die nicht auch auf 0 machen? Mach mal Rohdatennutzung. Warum? Ja, weil das dann die ist, die von Windows kommt, die Mauseinstellung. Die wird nicht gefiltert. Das bedeutet Rohdatennutzung. Wäre jetzt meine Vermutung. Versuch mal, ob du jetzt Maus... Guck, da ist die Acceleration weg. Ja, kann sein. So. Ist es ungefähr deine Sensi? Ja, es ist schwer zu sagen ohne Mauspad. Ja. Es fühlt sich sehr komisch an. So, nicht schwimmen oder fluchen im Wasser... Nicht fluchen, ist richtig, ja. Genau, das soll man nicht machen. Ah, cool. Verstehe. Aber der Soundtrack ist toll. Der ist auch aus dem Original-Soundtrack, Paddelspiel. Ja, das ist doch voll einfach. Da müssen wir ja einfach nur... Das ist tatsächlich sehr einfach. Da müssen wir doch nur den Würfel hier drauf machen. Okay. Müssen wir da rüberspringen oder was? Wahrscheinlich, ja. Das ist schon wieder so ein Geschicklichkeits-Bullshit. Oh, der Raum wird kleiner auch noch. Deswegen die Action-Musik. Die soll dich so ein bisschen unter Druck setzen, glaube ich. Ach, das sagt er ja auch. Walls activated, okay. Oh, fast. Bisschen tiefer. Dann hast du es. Da ist ein Schild. Boah, toll, toll. Wie nehme ich den? E. Stark. Und jetzt den gleichen Jump nochmal. Jesus fucking Christ, ja, weil ich hier mit WSAD spielen muss. Kein Mensch spielt mit WSAD. Ja, die Großmehrheit, weiß ich. Nein, ich wollte sagen, du spielst sonst mit den Pfeiltasten, oder was? Nee, P-L-Ö-R. Ach so, na klar. Ich würde sagen, die große Mehrheit sagt auch W-A-S-D. Was habe ich gesagt? W-S-A-D. W-S-A-D? W-S-A-D. Nee, A-S-D. W-S-A-D. W-S-A-D. P-L-Ö-R. W-A-S-D? W-S-A-D. Zwei Buchstaben sind vertauscht, einfach nur. Ist aber auch egal. Die Mehrheit hat's verstanden. Flöhe spiele ich natürlich. Flöhe. ESDF gibt's auch, was? Klingt wie ein Fanta 4-Song, stimmt. Okay, was geht da jetzt? Guck mal, toll mit dem Licht, mit dem Ventilator toll. Hier. Oh. Toll. Und hier auch mit dem ganzen Bounce Lighting. Oh. Bounce Lighting. Ich merke, du kannst dich mindestens genauso wie ich dafür begeistern. Ich liebe es. Das sieht tödlich aus. Aber hättest du das nicht angemacht, wäre doch alles gut. Wir kriegen ein Mauspad gebracht. Geil, dankeschön. Ey! Das ist der Game Changer. Das ist ja fantastisch, der liebe Phil. Boah. Der hat uns ein Mauspad gebracht. Viel besser. Okay, jetzt muss ich mal kurz... Hammer. Ah, hier oben vielleicht. Was hat denn... Achso, das hat die Tür aufgemacht, aber auch den Sicherheitskasten. Ah, ich glaube, das schaffst du nicht. Oh
Okay. Ich wollte nur mal wissen, was passiert. Ja, ich stimmt. Hab's mir gedacht, aber man muss es ja auch mal wissen. Man muss es wirklich mal ausprobieren, weil es hätte ja auch gar nicht tödlich sein können. Genau, müssen. Vielleicht heilt es einen. Wer weiß. So, hast du eine Idee? Nicht so richtig bisher. Guck mal hinter dich, ob du da so eine... Nee, nicht so weit hinter dich. Ah, kann ich auch mal. Oh, stimmt, vielleicht kannst du an diese Cubes kommen, die hier durchgeschickt werden. Ich glaube, das ist eher so Story-Kram, oder? Ja, aber in dem Originalspiel gibt es auch so eine Stelle, da muss man so eine Tube kaputt machen. In dem zweiten Teil ist es, glaube ich, mit dem Laser und sich dadurch einen Cube rausklauen quasi, der gar nicht von GLaDOS dir gegeben wurde, aber erst dadurch kannst du das Rätsel komplett lösen. Guck mal jetzt hinter dich, ohne dich groß zu bewegen. Über dich, meine ich. Da. Guck mal, kannst du da nicht wieder so wilde Superjumps machen? Mhm. So ein Slow-Mo-Mode wäre geil für diese freien Fall-Momente. Wo ist denn überhaupt so? Wo müsste ich mal? Mann! So, nochmal. Das ist wirklich... Auch hier muss man wieder nicht nachdenken, sondern die wollen einfach nur, dass du beweist, dass du ein Gott-Gamer an der Maus bist. So, nichts anderes ist es ja. Boah, ey, es nervt mich zu sehr. Es nervt mich, dieses Rum... Oh, das nervt mich zu sehr. Ja, der Druck war auch zu hoch. Nee, das hat... Ich hab gerade Gott-Gamer an der Maus gesagt, ist dann auch schwierig. Das Spiel, es tut mir leid, das ist so Millimeterarbeit. Ist es, du musst dich ja dann auch erst richtig rumdrehen zur Wand und dann passt das Portal aber nicht, obwohl du es eigentlich genau so auch geschossen hast. Ja. So, welches muss denn dann hier schießen? Orange, ne? Das ist aber auch zu schnell. Ja, das ist reines Glücksspiel. Du drückst jetzt einfach irgendwann und hoffst, dass der Schuss sitzt. Ja, tatsächlich. Kann mir doch keiner erzählen. Ich hab das Falsche geschossen. Geil. Warum klackt denn das jetzt so? Also, weil ich den musste ja vorher drücken. Das hätte uns ja einen Scheiß gebracht, wenn du es geschafft hättest. Aber wahrscheinlich auch nur eine gewisse Zeit. Ja, bis es aufhört zu klackern halt. So, jetzt muss ich neu drücken. So. Das war fast gut. Genau, ich muss nur wahrscheinlich... Ich muss das Klackern abpassen und erst losspringen, wenn gerade dieses Zischen angefangen hat. Oh, ist das doof. Das finde ich auch scheiße jetzt. So eine Timing-Kacke, damit kannst du mich jagen. Bin ja sogar ein Geschicklichkeitsspieler. Ich mag Rocket League, Trackmania, das ist alles sehr minutiös. Ja, und ich bin ein überragender Spieler und wenn ich... wenn ich Probleme mit dem Spiel habe, dann liegt es definitiv am Spiel. Immer, klar. Ja. Das ist eine ganz einfache Regel. Das ist ja ganz einfach. Wenn Michael Jordan nicht hochspringen kann, sind die Schuhe scheiße. So einfach ist das. Ja, das ist ein akkurater Vergleich. Mathe. Ich mach das jetzt hier... Warte, wie ist das Endgeräusch? Okay, wenn es am lautesten ist, spring ich. Okay. Gucken wir mal, ob das klappt. Was machst du denn jetzt? Pass mal auf, ich time das jetzt übel geil ab. Oh, das war gut, das gefällt mir. Aber reicht einmal ein Loop? Ja, ne? Oh. Das war zu früh. Nee, du hast vielleicht recht, ein Loop reicht vielleicht nicht. Ich will das nur so schnell machen, weil sonst treffe ich den Kack ja nie wieder, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber dann bist du halt nicht weit genug. Dann kann das aber trotzdem klappen, wenn nicht genau in dem Moment die Laserschranke da ist. Genau, ich glaube einfach, dass ich dann noch das letzte Stück rennen kann. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ich will das jetzt, also so nervig das ist, aber jetzt habe ich schon auch irgendwo ein bisschen die Ambition, das nice zu schaffen. Hat jetzt dein Ehrgeiz geweckt. Ja, voll. Oh, geh! Oh! Stark. So, und jetzt ist hier noch eine Wand. Damit kann ich zurück. Aber ich will doch das. Ja, falls du vergessen hast, den Schalter zu betätigen. Das ist ja schlau. Ey, dann hätte ich den Schalter... Okay, jetzt habe ich eh gelabert. Oder wenn man es zugelabert hat. Ja, das ist mir jetzt passiert. Walle! Das ist doch nicht schlimm. Dein Ernst? Nee, aber wir haben doch hier dieses... Dafür ist das doch, hast du doch gesagt. Hier, komm. Ja, aber du musst doch jetzt wieder machen. Ach nee. Ey, wieso ist das weg? Wieso ist das weg, wenn man den Schalter drückt? Das macht keinen Sinn. Warum ist das weg? Jetzt mal Weil das ein Portal-Schließer ist.
Der Schalter, ja, aber kommuniziert mir das hier irgendwo was? Steht hier ein Warnschild? Aber warum bist du denn nicht einfach ins nächste Level gegangen? Weil wir über die Wand geredet haben. Ja, aber warum? Weiß ich auch nicht, weil ich dich entdeckt habe. Herzlichen Glückwunsch fürs Entdecken einer Wand, die niemand gebraucht hätte. Ich hab nicht mehr an den Türschließmechanismus gedacht. Oh Mann, das jetzt, ist man. Aber jetzt weißt du ja, wie es geht. Ja. Und jetzt kannst du es ja einfach wieder machen. Genau, jetzt mache ich es einfach diesmal first try quasi. Stört sich, wenn ich meine Schuhe ausziehe? Es kommt gerade wenig Luft an meine Füße. Nee, gar nicht. Ich glaube, das Gefühl, wir müssen ein bisschen atmen. Ich sag dir Bescheid, wenn du sie wieder anziehen musst. Oh. Ich hab so ein bisschen Restless Legs. Da steht's aber. Du hast ja auch nicht mehr dran gedacht, dass diese Tür da ist. Das ist richtig. Aber ich bin hier nur der Zuschauer. Ja, okay. Ich bin eure Vertretung. Ich bin hier der Backseat-Gamer. Ja, true. So. Zack, und geh. Ja. Jetzt geh. Ja, ich geh durch die Tür. Okay. Oh Gott. So, jetzt bin ich wieder dran. Achso, echt? Jetzt machst du keinen Bock? Wir machen Abwechslung. Ja, das war ja nur dieses Rätsel, das mir keinen Bock gemacht. Generell bin ich ja sehr großer Portal-Fan. Das stimmt. Wenn das nur so komische Rätsel sind. Ja, genau. Vielleicht kommt jetzt ja mal eins mit Denken und nicht so mit nur auf mega schnelle Timings irgendwie. Ist ja auch nochmal. Immer noch super schnell. Maus. Mhm. Da ändert sich. Die Menümaus bleibt. Ach so, wegen Rohdatennutzung ist es wahrscheinlich jetzt die. Aber guck mal, wie schnell die Maus ist. Und es ändert sich überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich, weil die Rohdatennutzung vorher. Die hab ich ja ausgemacht. Ja, pass auf, aber die bezog sich auf die Windows-Geschwindigkeit. Die müssten wir dort dann umstellen. Aber jetzt ist doch die Rohdaten. Ach so. Ja, jetzt ist aus. Ach so, vielleicht ist die Menümaus immer so. Fixt, weißt du, die hat die feste Geschwindigkeit, nur deine Umsehgeschwindigkeit wird durch dieses Gedöns gesteuert da. Ah ja, das ist tatsächlich so. Aber jetzt ist es auch ein bisschen sehr langsam. Ja, aber warum? Das ist ja auch Quatsch. So, okay, dann müssen wir es wieder ein bisschen hoch. Aber dann würde ich die Rohdaten müssen wieder anmachen, weil sonst hast du doch wieder diese Mausbeschleunigung. Das hätte doch. Also Mausbeschleunigung ist die schlimmste Erfindung. Ja, aber wer hat denn in Windows dann. Nee, aber hier ist sie ja aus, die Mausbeschleunigung. Also sie ist 1,0. Ja, das ist irgendwie dumm. Das geht nur 1,0. Ich verstehe es auch nicht. Versuche jetzt nochmal. Ja, jetzt auf jeden Fall. Das ist besser, ne? Ja. Also, dass Bill Gates mal die Mausbeschleunigung überhaupt erfunden hat, finde ich eine Frechheit. Verstehe ich auch nicht. Oh, nee, schon wieder die Dinger. Gehen die gleich an? Ehrlich. Ja, bestimmt. Du hast aber erstaunlich viel Zeit, ehrlich gesagt. Jetzt wollen sie es wissen. Mhm. Oh, das ist im Blut, guck mal. Toll. Im Raytracing. Nee, das war nicht Raytrace. Das sah ein bisschen below aus, fand ich. Aber ich bin einfach ein Blutfan. Ich bin so ein brutaler Typ. Die schießen nicht durchs Portal natürlich noch ab. Scheiße. Was ist jetzt passiert? Nee, du wurdest von hinten durchs Portal noch erschossen. Aber prinzipiell gut gedacht, also nur schlecht gemacht. Ich raste gleich aus. Versuch noch ein paar Mal. Prinzipiell nicht schlecht bis zu dem Moment. Das ist doch Wahnsinn. Ich will gar nicht lachen, das passiert einfach automatisch. Ja, aber hat hier natürlich auch nur. Ach, die Wand kommt auch noch runter! Darf ich dir einen Tipp geben? Was? Schieß doch, wenn du, sobald du hinter den Kollegen stehst, dein eigenes Portal weg, dass sie dich nicht mehr von hinten erschießen können. Das macht total Sinn! Ungefähr so, ja.
Aber du übernimmst immer für uns das Denken und ich setze es dann um. Oh, die Wand. Achso, aber soll ich da drüber vielleicht? Ich war noch nie so weit. Nicht da runter, da kommst du her, oder? Nee, hier komme ich her. Da, ja. Und jetzt? Kommt die Wand auch runter? Nee. Decke meine ich. Aber hier, ist hier irgendwas? Geht's hier weiter? Ich will da nicht rein. Nee, kannst du reinspringen und dann... Ich will mal ganz kurz noch abwarten. Wo könnte man denn rauskommen? Was passiert hier? Ach, guck mal, hier kann ich aber wieder theoretisch zurück. Wo ist denn überhaupt der Ausgang? Ja, das wird uns auch hier nicht so ganz klar gemacht. Ich spring mal da runter. Könnte aber auch sein, dass ich direkt sterbe. Oh, hier. Da rein. Stark. Ach, da ist so. Und jetzt? Nee, da sind immer welche. Da oben rein. Du musst da rein. Stimmt. Da raus. Ja. Ja, stark, Walle. Geht so, warte. Da raus, da rein. Jetzt. Yeah. Ach, oh! Nein, ist nicht hoch genug. Die Wand kommt, die Decke. Och, nö. Schnell. Ja, eine Chance hast du noch. Du hast keine Chance mehr. Nee. warte mal, die Wand bleibt stehen. Nö, ich kann dahin zurück. Ah, da wird man gegrillt. Hey, das sind doch Menschen. Ich dachte, erst GLaDOS ist brutal. Warum killen die mich denn die ganze Zeit? Weil es ein Ausleseprozess ist. Storymäßig überhaupt keinen Sinn. Weil es ein Ausleseprozess ist. Oh, guck mal, das ist schlau, weil dann können die gar nicht mehr schießen, da nochmal runterzuspringen. Das war sehr klug. Dankeschön. Mich nur dadurch fast umgebracht. So, ich muss mich, glaube ich, hier beeilen. Das habe ich noch im Kopf. Also ich muss hier schnell da rein. Zack, zack. Und dann zack. Genau. Zack, zack. Nee. Mann, das ist aber auch... Hier hat man keine Zeit für Geschicklichkeit. Ich hätte duckjumpen müssen. Das wollen die von mir. Verdammt, Schweine. Ich mach's jetzt nochmal perfekt. Pass mal auf. Wo bin ich denn jetzt? Ah, danke. Ich wollte nur gegrillt werden, damit ich schnell wieder am Anfang bin. Das ist aber auch eine Scheiße. Da am Ende, das geht mir zu schnell. Nein. Geh da runter. Wow. Wie haben die mich denn jetzt noch getroffen? Durchs Portal. Stimmt, das ist ja die hätten auch von hinten kommen können. So, jetzt muss ich mich unnormal hier beeilen. Hä, warum ist denn die Wand jetzt schon hier? Weil du zu langsam. Nee, weil ich zu Hause wieder bin. Walle, so kann ich nicht spielen. Ja, du, das ist auch für mich alles nicht leicht. Level-Design aus der Hölle. Ist wirklich so, das Level-Design ist hier kacke. Nicht wir sind das Problem. Wir sind nie das Problem. Was, wie eben habe ich hier doch einen Pol... Los. Ja, ich muss ja erstmal da irgendwie... So. Jetzt wird's. Jetzt gehe ich hier erfolgreich durch. So. Zack. Zack. Nee, das hat eben schon nicht geholfen. Warte, ich habe noch Zeit. Ich kann nämlich noch von hier... Und jetzt so, und jetzt ein Duckjump. Nee, das funktioniert nicht. Fuck you. Mann! Du brauchst mehr Schwung. Ja, aber woher? Na, von... Das, ich hab keine Zeit. Oh, da kann ich zurück. Ich kann zurück. Oh, das! Hä? Die wollten die ganze Zeit. Jetzt ist die Tür zu. Aber dass ich durch diese kleine Kante, durch die ich gerade geschossen habe, im richtigen Moment durchschieße, damit ich mich auf die runterfahrende Decke oben drauf setze, um dann durch die Ausgangstür zu gehen, das ist mir jetzt aus Versehen passiert, weil ich mich retten wollte, sind die dumm? Das ist doch... Eben hat jemand im Chat geschrieben. Ich glaube, diese Modder haben nicht richtig verstanden, was Portal ausmacht. Und das ist absolut korrekt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was gerade passiert ist. Durch das Level nochmal spielen? Nein! Ich glaube dir. Also das ist doch, das kann doch nicht deren... Das war die Idee, das wollt ihr von mir, dass ich durch Versehen da irgendwie... Scheißen Drecksen. Es wird langsam heiß hier, ne? Wenn man sich aufregt, wird's heiß. Da war ein X, ne? Mhm. Da auch. Und jetzt? Sag mal... Ja, ja, das ist richtig, was du machst. Du darfst die Kante nicht berühren. Mach das noch ein bisschen weiter. Ja, ich werde besser. Ah, warte mal, das war der Tipp eben. In Optionen gibt es hier Portal-Funnel.
Das hilft einem quasi, in die Mitte zu springen, aber das ist das, was mich gerade hier behindert. Wow, Walle. Ja, cool, aber was habe ich jetzt davon? Das ist ja schön, dass ich das so geschickt gemacht habe, aber das hat mir halt rein gar nichts gebracht. Ja, du musst jetzt natürlich irgendwo dich rausschießen. Nee, was machst du denn jetzt? Nee, ich will kurz wissen, was hier hinten geht. Warum kann ich hier rein? Nee. Ja, es muss ja irgendeinen Grund haben, dass hier ein Emanzipationsgitter oder wie die heißen ist. Ja, das ist nur zum Angucken. Okay, aber was ist hier unten für eine Gülle? Geh dich mal um. Da musst du dich rausschießen. Springst da rein. Hier meinst du. Und dann musst du da oben rauskommen. Ja, das habe ich ja auch super erfolgreich gemacht, aber das hat mich ja immer nur unendlich das Gleiche weitermachen lassen. Das heißt, ich brauche ja irgendeine. Ich müsste ja danach hier so eins hinschießen oder so, um dann halt dieses Momentum mitzunehmen, um in diesen tollen Grill da oben zu springen. Okay, jetzt haben wir mal eine Denkaufgabe. Das finde ich ganz cool. Jetzt geht es mal, glaube ich, nicht nur um Geschicklichkeit. Ja, aber dann müsste ich es doch eigentlich lösen können, weil ich bin ja super im Denken. Eben, deswegen. Ich habe auch große Stücke auf dich, oder wie man das nennt. Ja, aber das ist doch schräg. Das ist schräg, ja. Das heißt, es schießt dich nach vorne. Ja, wird hier auch nochmal erklärt. Ja, und das musst du einfach nur machen. Habe ich aber ja. Gut, mache ich gerne nochmal. Dann müsstest du da einfach über die Glasscheibe springen. Ups, so war das nicht geplant. So, jetzt. Genau. Und das jetzt ein paar Mal machen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ja, du musst es richtig machen. Das ist ein guter Tipp, danke dir. Nee. Schau, und jetzt bin ich zwar an der Decke. Er muss natürlich weiter dich nach vorne arbeiten. Ah, jetzt, ich glaube, ich verstehe, worauf es hinauslaufen soll. Warte. Och Mann, und dann muss ich das alles in der Luft machen? Weil ich glaube, ich muss die Stück für Stück so nach vorne schießen, dann bin ich hier. Und dann? Da drüber? Ja, und dann falle ich in diesen Sumpf hier. Nee, du musst dann den Winkel. Ach, dann muss ich vielleicht. Nee, das macht keinen Sinn. Das hier ist nicht gekippt genug. Guck mal, hier ist irgendeine Scheiße. Ja, du musst das kippen. Das muss sich schrägen. Ist doch sonst kein Motor. Nee, das funktioniert so nicht. Glaube ich auch nicht. Aber bei dem Quatschspiel muss ich alles mal ausprobieren. Weil bisher haben die schon richtig schwachsinnigen Kram hier uns vorgeschlagen. Ich bin immer noch skeptisch, warum die Scheiße hier ist. Warum kann ich hier durch? Das macht keinen Sinn für mich. Und warum ist das hier? Kann ich später von da hinten dann nochmal, aber warum? Ich muss ja dann nochmal zurück, aber warum? Was sagen die denn hier? Keine Hände waschen. Das machen. Ja, halt der Standardkram, toll. Okay. Ich glaube, das war nicht so verkehrt, was du gemacht hast. Ja, das glaube ich auch. Aber mit diesem langsam nach vorne arbeiten. Aber spielen wir das mal durch. Dann bin ich hier vorne und drop hier so raus. Dann bin ich da in der Luft und könnte quasi hier drüber springen. Aber dann falle ich ja wirklich direkt in die Gülle, weil ich habe ja immer noch nicht genug Kraft, um sozusagen diesen Graben hier, den zu überqueren und dort zu landen. Das weiß ich nicht, ob das nicht reicht. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Nee, aber das ist ja klar. Wenn hier mein maximaler Sprung schon. Weil ich kann ja nur. Sorry, das wollte ich so nicht demonstrieren. Ich kann ja nur so weit springen. Das hier ist die maximale Weite. Also sieht man ja auch, wenn ich das besser mache. So. Ey, jetzt geht's irgendwie gar nicht mehr. Wait a second. Och Mann, das ist aber auch eine fummelige Scheiße. Jetzt langsam habe ich auch keinen Bock mehr. So, pass auf jetzt. Ich mache das gar nicht so gut gerade. Was soll denn die Kantenscheiße? Das hat doch eben alles geklappt. Mann, Chat. Chat kann nichts dafür. Lass Chat in Ruhe. Nee, das war eher so ein Hilfeschrei. Helft mir. Nicht, ihr seid schuld. Ihr müsst mir einen geilen Tipp geben. Ich muss mir kurz die Maus sensibel einen Ticken hochstellen. 1,83 Gigawatt. Bist du verrückt? Gigawatt.
Ich muss kurz ausprobieren, ob ich dann wenigstens diese scheiß Drehung schneller hinbekomme. Das hat noch nie jemand gemacht, seine Maus so schnell. Du übersteuerst die Maus so schnell. Aber schau, jetzt siehst du, jetzt klappt's. Ja, guck mal, wie hoch. Ja, weil du ja, hoch, aber ja nicht weit. Guck mal, ich kann nicht weiter als die Portale. Ja, weil du immer, ja, du musst nach vorne gucken. Ja, mach ich. Nee, so funktioniert doch die Source Engine nicht. Kommt der mir hier mit Source Engine? Leute, so sehen wir aus? Wir sind ja überhaupt nicht geraytraced. Guck dir das mal an. Wen soll man denn da angucken bei den vielen Leuten? Leute, ich muss hier kurz in der Ecke chillen. Das ist die stille Ecke. Ich muss mich hier kurz ausruhen. Ich kann nicht mehr. Diese Sprungscheiße hat mich komplett fertig gemacht. Ihr guckt euch jetzt erstmal einen Spot an, dann beruhigen wir uns alle und dann sehen wir uns hier wieder. Sein. Ist doch egal. Toast ist immer gut. So, wir lesen jetzt ein paar Rezensionen. Ja. Damit wir uns nicht so alleine fühlen mit unserem Hass. Hier schreibt zum Beispiel Pedestrian Wolf, the puzzles don't feel smooth. So nehme ich. Was schreibt der hier? I didn't play any Portal Mods, then I wish I hadn't even bothered downloading it. There was potential at first, but then the first puzzle had me wondering, by the third I knew, this is garbage. If you have to put a tooltip on the third puzzle, that maintaining velocity through portals is an issue and you have to tweak the game settings, maybe your puzzle is bad. Ja. True. Und gehen wir noch weiter runter. Ja, warte, ich finde den Satz aber schön. This was a showcase on what Wealth does right and how others can try and not succeed at all. Das stimmt, das hast du ja auch schon gesagt. Genau. Ja. Gehen wir weiter runter hier. Oh, warte, das war zu weit. Ja. Hier, the thing is atrocious. Ich möchte das komplett lesen. The puzzles aren't fun. The difficulty mainly comes from levels that misdirect you. Shots that require consistent precision, timing and I can't believe I'm saying this, monster closets? So schlimm fühlt sich das vielleicht an. Geh mal weiter runter. Was da noch ist? Weiter runter. Ja, ja. Da. This is not a portal game. It's a bunch of reaction-based puzzles with unfunny sadistic scientists. Das Unfunny haben wir sogar gar nicht mitbekommen. Nein, was ist da unter? The physics are all wrong. They added an option for changing the way momentum works. And in the process, they messed up everything about it. Ja, also. Also, das Ding ist, ich war früher halt so großer Portal-Fan, oder bin es immer noch, dass ich das damals halt schon erfolgreich durchgezockt habe. Ja, ich habe beide Portals durchgezockt. Nee, ich meine auch diese Mod, weil ich halt die Story hören wollte. Und ja, ich fand, glaube ich, auch die Scientists unfunny, aber ich fand einfach cool, dass es ein kleines Prequel von Modern gibt. Damals ist mir nicht ganz so stark aufgefallen, wie schlecht das ist. Oder ich war noch irgendwie, ich hatte noch mehr Energie und war halt noch jünger. So, komm, den Raum müssen wir aber jetzt schon noch schaffen. Den schaffen wir auf jeden Fall, du. Ich wollte nur euch mal zeigen, das Spiel wird auch gerade als größtenteils negativ bewertet. Das ist eine. Aber ist kostenlos oder was? Du musst Portal 1 besitzen und das kostet irgendwie 2 Euro oder so. Oder hat eh fast. Ja, gut, aber es ist auf jeden Fall eine kostenlose Mod. Genau, genau. Das kann man ja dann zumindest mal als positiv erwähnen. Wollte ich gerade sagen, wenn du Bock auf Reaction-Based Puzzles hast, ist es genau deine Mod für Lau. Das ist schon geil. So, aber gut. Ich glaube nicht, dass das der Way to Go ist. Und ich will. Ich glaube, du musst hochspringen und dann auf den Boden von. Also guck mal, hinter die Glasscheibe. Ja. Und da auf den Boden wirst du, wenn du ganz oben bist, musst du ein Portal schießen. Genau so ist es. Warte mal, sehe ich das aber nicht vielleicht sogar schon von hier?
Oh, ich hab. Oh, das ist. Oh, du bist ja genial. Das ist ja der Wahnsinn. Pass mal auf. Das ist tatsächlich die Lösung, wenn ich hier endlich richtig steppe. So. Ja, das muss ich jetzt. Ich muss mich kurz eingrufen wieder. Wo bin ich denn jetzt hier? So. Das ist doch einfach komplette Kacke. Warte. Jetzt. Warte. Zack. Nein! Aber prinzipiell gut gedacht. Schlecht gemacht. Warum kann ich hier keins hinschießen jetzt? Guck mal, das ist nicht orange. Jetzt geht's, oder was? Ich hab's gleich. Geduldet euch nur noch eine Stunde. So, jetzt. So, jetzt. Und jetzt habe ich Zeit. Jetzt darf ich mich nur nicht mehr bewegen. Manchmal auch so diese, ich habe manchmal so diese Fantasie, ich bin eingesperrt im Knast und die geben mir nur ein einziges Spiel. Und ich habe so, ich bin 20 Jahre im Knast, ja, und ich habe nur dieses eine Spiel. Und obwohl ich es hasse, werde ich am Ende der 20 Jahre der Beste in diesem Spiel sein. Ich hatte zum Beispiel diese Fantasie, hatte ich bei Minero, diesem Drecks-Indie-Spiel, wo ich gedacht habe, stell dir mal vor, du bist im Knast und dir ist ja so langweilig in deiner Zelle, dass du sogar bereit bist, jeden Tag ein bisschen Minero zu spielen. Das würde gehen, klar. Ja. Und dann kommst du raus nach 20 Jahren und bist einfach der krasseste Motherfucker in Minero. Aber meinst du, das interessiert dann auch nur irgendeine Sau? Nee, natürlich nicht. Darum geht's ja nicht, ob das jemand interessiert. Einfach nur für dich, weil es geil ist. Aber du bist einfach dann, du kannst das Spiel so krass, weil du es jeden, aber du hast nichts anderes gehabt. Ich meine, so hat Jan Gustafsson Schach gelernt. Echt, der war im Knast? Ja, er war auf dem Boot. Ja, das ist ja mega smart. Ich würde mir nur nicht Minero aussuchen, sondern eins, wo ich danach einfach der krasseste Motherfucker bin und sagen kann, hey Leute, ich bin E-Sports-Walle. E-Sports-Walle. Wie cool ich Dinge machen kann. Ja, aber es darf ja nicht sein, du darfst ja nichts Cooles aussuchen, sonst wär's ja kein Knast. Stell dir mal vor, du wirst in den Knast eingesperrt und kriegst World of Warcraft. Ich kenne Leute, die würden freiwillig im Knast bleiben. Ich wollte gerade sagen, ist doch mega geil. Ja, eben. Nee, es muss ja etwas sein, was nur minimal besser ist, als sich zu Tode zu langweilen. Ja, aber die Frage ist doch, willst du denn wirklich Minero lernen oder nicht vielleicht eine Fremdsprache oder Jura oder so? Womit du dann auch wirklich danach was anfangen kannst. Ja, guter Punkt. Allerdings ist, oder das ist ja die Frage, was ist langweiliger? Jura lernen oder Minero spielen? Also, ich habe beides schon gemacht. Stimmt. Und es ja. Fühlt sich beides sehr ähnlich an, auf jeden Fall. Ja, das ist ein Bericht aus erster Hand, nennt man das, glaube ich. Jetzt nach vorne. Ja, stark. Oh, was machst du? Jetzt stelle ich das hier wieder ein, weil das sorgt dafür, dass ich nicht mehr rausglitsche. Das ist hier der Mega-Speedrun-Super-Walle. Ein Spiel, bei dem man das Menü braucht. Ja, das wurde ja eben kritisiert und das habe ich mal abgeschaut. Warte, ich muss das Richtige schießen. Blau muss da hin. Warte, jetzt. So nehme ich, siehst du? Oh. Das ist sehr gut. Wir sind Pinky und Brain. Spiel speichern. Hier gehe ich nie wieder hin. Oh, danke, danke. Puh. Oh mein Gott. Aber auch nur durch kleinen Menühaken cheese. Und guck mal, wie cool. Und hier kommst du jetzt wieder zurück. Toll. Weil das so funny war, dass die Entwickler dachten, boah, wenn das jemand nochmal machen will. Ja, warte, vielleicht braucht man das noch. Dann geben wir denen die Möglichkeit, nochmal diesen coolen Jump zu machen. Yeah, haben die dann alle gesagt. Dann haben die so als Entwickler so eingeschlagen. Yeah. Weißt du, was ich glaube? Nee. Wir kommen nicht weiter jetzt. Befürchte ich auch. Du brauchst nämlich den Schwung. Oh nee, echt jetzt? Du hast, glaube ich, recht. Um da hochzukommen. Und deshalb ist der Gang da, weil du jetzt wieder zurück musst. Weil du es nicht geschafft hast. Weil man es nicht gecheckt hat vorher. Weil Bad Level Design. Deswegen mussten sie einen extra Gang bauen. Und lustigerweise, wenn du es schaffst mit dem Sprung. Oh mein Gott. Sind da oben schon wieder die Tötungsmaschinen. Das heißt, du musst auch noch die Tötungsmaschinen timen, sonst kannst du wieder alles von vorne machen. Nee, komm, muss ich nicht, weil ich kann hier ja warten. Ich kann auf diesem Gitter perfekt landen, weil man ja hier alles easy, pixel-perfect machen kann. Stark, stark gesehen. Ja, nur jetzt. Aber warte, bevor wir uns umbringen, guck mal runter da in den Fluss, kannst du nicht so in
da in ein Portal irgendwie so unten reinspringen und das reicht, um da hochzukommen? Gute Frage tatsächlich. Ich will mir nur eins hier hinschießen, um mir. Nee, warte mal, das ist super gefährlich, was ich gerade mache. Ich schieße das nochmal weg. So, jetzt schieße ich es nochmal hin, weil ich will mal kurz hier. Ach nee, hier kann ich nirgendwo. Ich will durchgucken. Ich mach's jetzt hier hin. Ich will gucken, was ist denn da? Guck mal, weil der ist ja voll der Gang. Siehst du, dass es da so reingeht? Da ist voll viel Space. Wo denn? Da. Also unter uns, weißt du? Ich guck ja hier raus. Da hinten. Ach, unter uns, ja. Genau. Oh, jetzt stehe ich hier. Oh, das geht? Warte. Können wir das nutzen? Warte mal, wenn ich jetzt ein blaues da hinschieße, dann stehen wir da hinten. Aber guck mal, da. Ne, das ist ja. Irgendwas ist da. Da oben drüber. Da, ne? Ja. Soll ich mal jetzt schießen? Ja. Nette Idee. Wenn ich jetzt noch einen Schritt zurückgegangen wäre, hätte ich es vielleicht geschafft. Wo wir dann wären, ist zwar fraglich, aber ich habe ja coolerweise hier gespeichert. Super smart. Du bist einfach der smarteste Motherfucker hier. So, probieren wir einfach nochmal jetzt. So, genau. Aber hoffentlich war es kein Glück, sondern man kann diesen Move immer machen. Ja, vielleicht war das Glück. Ja, wahrscheinlich. Das weiß man bei dieser Mod nicht, ob das Glück ist oder gewollt. Vor allem, wenn sie das intendiert haben, ne? Also, das sich überlegt haben. Intendiert, nicht schlecht. Ja, du hast mich gerade smartester Motherfucker genannt, dann dachte ich, dann drücke ich mich auch sehr eloquent aus. Weißt du, was die quantionale Allbreitenrechnung ist? Natürlich. Die gibt es nicht. Ich weiß. Ich habe mal in der Grundschule, war ein Mitschüler von mir krank. Und dann habe ich als Streich mit einem Kumpel, der hat gefragt, was haben wir für Hausaufgaben? Und dann haben wir in Word ein fiktives Matheblatt designt und haben da drauf geschrieben, was ist die Wurzel von 1.600.000 oder so ein Scheiß und frage deine Eltern, was die quantionale Albreitenrechnung ist. Albreitenrechnung? Ja, also wir haben uns halt irgendwas ausgedacht und dann, was wir nicht bedacht haben, dieser Schüler, seine Mutter ist Mathelehrerin und der hat mir sofort geantwortet, du bist du dir sicher, dass das das richtige Blatt ist? Meine Mama meinte, das gibt es nicht. Ach, das war herrlich. Mann, ich wäre so gern wieder in der Schule, anstatt hier diesen harten Job zu machen. Nee, guck mal, das war Glück eben. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, ist ein bisschen arg fusselig. Das machen wir schon bei dich. So, okay. Dann machen wir das, was du gesagt hast. Nämlich das ganze Rätsel nochmal. Den tollen mit Jump. Schwung da rein und dann da raus und dann da hoch. Hier, den verdammten Motherfucker, den will ich umbringen. Ja. Der ist platt. Was ist das auch für ein Portal, das nur so auf so weißen Rauffasertapeten funktioniert? Ja, ne? Ist nur für Spießer. Für so coole Goss-Leute, die so eingerichtet sind, ist eine Portal gar nix. Wie war Wacken? Mega matschig. Warst du da? Ich bin wieder zurückgefahren. Ja? Nein, ich war nicht da. Okay. Warst du schon mal auf Wacken? Nee, tatsächlich nicht. Will ich schon lange mal, nur vielleicht nicht dieses Jahr. So, wenn ich jetzt hier durchgehe, ist alles vorbei, ne? Ja, los, komm. Okay. Bringt ja alles nix. Ah. Okay, Plan ist, das Momentum mitzunehmen. Aber wie mache ich denn das denn? Dann muss ich ja. Soll ich mal in der Luft speichern? Damit wir den Momentum-Jump immer wieder machen können? Oder findest du es zu peinlich? Also peinlich nicht. Ich weiß nur nicht, ob es was bringt. Ach so, dass es dann einfach glitscht und sozusagen nicht mehr das Momentum mitnimmt. Nee, das. Nee, mach wie ich du mach, meinst. Ich mach du bist mal. Hier, ich bin hier nur der Koch. Das ist auch so dumm, siehst du das hier? Ach. So. Das passt. So, pass auf. Sehr gut. So, und jetzt musst du da direkt weiter. Ja, genau. Ja, aber jetzt habe ich schon, glaube ich, zu wenig. Nee, oh nein, ich muss einfach springen. Du musst nur aufs Gitter. Guck mal, wie dumm ich bin. Gut, dass ich gespeichert habe. Stark. Okay. Ja, weil ich war nicht schlau genug dafür, wirklich. Ich habe es nicht gerafft. Ich dachte, ich muss noch mal ein neues Portal schießen. Muss ich aber ja gar nicht. Du hattest ja komplett recht. Da bist du doch schon drauf gewesen. Du warst doch schon drauf. Ja, ich bin runtergefallen. Das passiert den Besten. Stell dir vor, ich hätte nicht gespeichert, dann hätten wir die Scheiße jetzt dreimal gemacht. Ja. Super. Ja, ich war so schlecht, ich wollte mich für irgendwas loben lassen. Ich nehme alles mit. So.
Ich kann es immer noch schaffen. Da ist... Achtung! Ja, ja, ich bleib hier am Rand stehen. Sehr gut. Und jetzt? Ja, ha, du musst nämlich einen Schalter betätigen. Und was soll die Kacke hier unten? Da ist wahrscheinlich irgendwo der Schalter. You sure looked like a powerful bureaucrat, though. Anyway, do you know where Eric is? Klar, aber der soll mir helfen. Eric, ich will einen Schalter. Ich speichere hier nochmal. Ich habe keinen Bock, das alles normal zu machen. Das war so schlimm. So. Oder ihr geht die einfach auf. Ich wollte nur einen blöden Witz machen. Dieses Spiel. Alter Schwede. Da hätte ich jetzt zu Hause eine halbe Stunde lang. Ich wäre safe auch dreimal in diese Gülle noch gegangen. Ja, ich hätte eine halbe Stunde lang nochmal alles von vorne gemacht. Irgendwo habe ich einen Schalter übersehen, das gibt's doch gar nicht. Das ist einfach eine. Dann hätte ich mir ein YouTube-Video von der Kammer angeguckt und dann hätte ich das Spiel deinstalliert. Genau so wäre es gelaufen. Das ist einfach wie im Karstadt. Das ist einfach so eine automatische Tür gewesen. Daran siehst du, wie alt ich bin. Ich kenne Karstadt. Ich kenne auch Hertie. Das kenne ich nicht. Ja, siehste. Ich kenne Woolworths. Ja. Aber ich weiß nicht, was die verkaufen. Wolle. Jetzt. Ich bin stuck. Ah, jetzt geht's. Walle. Hey, hier kann man nicht weiter. Woolworth. Walleworth. Egal. Was? Wenn ich hier. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich kann nicht weiter. Da ist keine unsichtbare Wand. Doch, die siehst du halt nicht. Ja, guck mal, ich drück WASD. Guck da links. Du musst, schieß doch mal dahin. Ja, und jetzt? Hier kann man einfach nicht weiter. Ja, keine Ahnung, ist auch egal, ist halt ein Bug. So, hier ist ein Schalter. Da musst du irgendwas gegenwerfen. Guck den mal an. Ah ne, da kann ich ja nicht hingehen. Ach, scheiße. Ja, ich muss den hier... Ah, guck mal, hier ist so eine Gravity-Nummer. Aha. Ach so, deswegen kann ich hier... Keine Ahnung. Nee, ich raff gar nichts. So, ich nehme jetzt den hier und mach so. Nee, der muss ja da rausgeflogen kommen. Das stimmt, aber die Gravitation geht ja in diese Richtung. In diese hier links. Weißt du? Da wird halt hier gegen gedrückt und nicht da. Kann ich es irgendwie umdrehen? Gibt es einen Schalter? Wofür ist das Ding? Nein, gib nochmal. Okay. Das ist einfach... Zeig dir das jetzt. So. Okay. Also. Die Maus-Sensi kannst du übrigens wieder runterstellen, die war ja nur für die Jumps wichtig. Wie kommt denn der da raus überhaupt? Der ist schon draußen. Wenn wir den jetzt zerstören, kommt er einfach neuer raus. Ist auch ein bisschen misleading. Cool. Ey, eigentlich müssen wir uns danach den Speedrun von dem Game anschauen. So. Du musst quasi das Gleiche machen mit dem. Verstehst du das Prinzip? Überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Ach so, in dem... Ah, doch, ich verstehe das Prinzip. Aber trotzdem... Bleibt für mich fraglich... Nein, 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 das ist richtig. Okay. Mit der Frage gar nichts. Jetzt klemmt der da? Ich glaube, jetzt hat man verkackt. Oh, nee, doch nicht. Hey, wie hast du das gemacht? Wow. Mit deinem Bein? Ja. Genial. Im Chat wird gerade irgendwas gevotet und ich frage mich, was? Wir sehen nämlich gerade schon wieder kein Kontrollbild mehr. Da ist, glaube ich, irgendwie heute ein kleiner Wackler. Irgendwas Cooles wird gevotet. Bestimmt, wie schlau wir sind wahrscheinlich. Aber warum gibt es da nur die Wahl zwischen 1 und 2? Hä? Ein IQ oder zwei IQ? Hm. Mann, Alter, wie ich kotze hier. Ein Quatschvote. Hm, was könnte das wohl sein? Ich glaube, ich verstehe immer mehr, was du machen willst. Aber ich frage mich halt immer noch, wenn du es gemacht hast, wie du dann quasi... Zeige ich dir gleich, wenn ich es mal hinkriegen würde hier!
Verdammte Scheiße! So. Hä? Das muss doch mal einen Flow geben hier. Mit einer Kugel wär's einfacher. Guck mal, ich dreh durch. Aber ist das nicht vielleicht ein Indiz dafür, dass das so nicht klappt? Nein, weil die Mod halt scheiße ist. Das ist das Blöde, man weiß es nie. Vielen Dank, der Monitor ist übrigens wieder an. Wir sehen wie alles bewegt. Aber hast du es jetzt gesehen? Ja. Nein, hast du nicht. Nee, hab ich nicht. Hey, wie hast du meine Lüge enttarnt? Ich habe mich an deiner Reaktion gemerkt, sonst wärst du viel begeisterter gewesen. Das stimmt wahrscheinlich. So, warte, jetzt guck. Hier müssen wir ein bisschen mehr nach links. Ich krieg die Frieselkacke hier. Hast das Wort von Colin gelernt? Wieso ist denn das so scheiße, Alter? Oh, das war ja cool gemacht. Oh. Doch, doch, du wirst sehr geschickt. Stark. So, wir machen. Oh ja, schön gerade. Oh, toll. Ja. Vom Prinzip, genau, stell den mal ab und mach die perfekt übereinander, die Dinger. Dass sie keine Verkantung mehr zulassen können. Ja, noch ein bisschen perfekter. Ja, aber wieso ist das so schräg? So? Oh, das sieht gut aus. Es könnte nur etwas weit rechts sein, aber ja, schauen wir mal. Ja, es ist ein bisschen zu weit rechts. Aber vielleicht kannst du den noch versetzen. Nee, mach lieber den, dann ist das Schild nicht im Weg. Ja, das ist eine gute Idee. Jetzt ist es nicht drüber. Wieso? So, nee. So, das wird's sein. Oder? Mhm. Ah, der Chat wird gerade aggressiv. Ich verstehe, warum. Eine super Idee vom Chat war, ja, selber reinzuspringen. Also so, weißt du, eins an die Decke zu machen? Nee, also bevor die existieren. Also eins, was am Boden, das an der Decke wegzumachen. Nee, das macht keinen Sinn, das am Boden wegzumachen, entschuldige. So, und jetzt dich unter das Blaue zu stellen. Nee, ohne den Cube, schon wieder mit durchspringen. Nee, aber unter dich zu schießen. Ah, ich kann's nicht erklären, Chat erklärt immer. Stark. Das war vielleicht die ganze Zeit des Rätsels Lösung. Jetzt wird sich hier schon bei mir bedankt, aber ich hab's ja auch nicht geil erklärt. Also immer nochmal beide Portale weg. So, genau. Jetzt stellst du dich einfach mal auf das Weiße. So, perfekt. Und jetzt machst du genau über dich so gerade wie du kannst. Eins. Das war so gerade wie du kannst? Ja! Ja, Mann, was soll ich denn machen? Ich guck einfach nur gerade hoch. Wenn du hier auch Maus-Sensitivity over 9000 machst. Ich hab doch gesagt, du darfst sie wieder umstellen. So, nochmal so gerade. Hey! Der Chat muss das aushalten, ich muss es ja auch aushalten. Also, warum soll es euch besser gehen? So. Also, wir gehen jetzt auf dieses Kreuz hier, ja? So. Mhm. Ganz gerade. Ganz gerade. Hey, nein! Aber die Idee war gut. So, das und jetzt? Grids, das ist toll. Und jetzt? So. Mit Grids arbeiten ist super. Aber ist es nicht jetzt perfekt? 98%. Ah, okay, das ist... Die Eierform muss... Jetzt. Warte mal, vielleicht meinen die Leute doch was anderes? Oh, das ist ja so dumm alles. Aber ist das wirklich deren Lösung? Ja. Ist das Mod-Team? Jetzt hängt's. Guck, hast du das schon mal gesehen? Es darf halt nichts berühren. Ja.
Ich wirklich. Kennst du diese Lache, die dann in Weinen übergeht? Da bin ich so kurz davor. Aua. Es leidet auch noch die Spielfigur. Erst Decke, dann drunter stellen, dann Boden. Soll ich das kurz umsetzen? Erst Decke? Also genau, du stellst dich irgendwo hin, einfach da. Erstmal brauchen wir das Ding. Hä? Ja, das kann ich schon, das musst du erstmal daneben legen, ne? Wo ist es denn? Da, ja. Eine Decke. Warum bist du eigentlich nicht von der Gravity angezogen? Lame. So, also was sagen die im Chat? Erst Decke? Erst Decke. So, genau. Und jetzt genau unter dich, aber gerade. Du guckst ja total schief. Orientier dich am Grid. Das ist nämlich so, das ist super gerade. Nein, du hast dich bewegt! Okay, so ist es perfekt. Jetzt guck ganz runter. So, ja, ja, ja. Und jetzt kannst du dich an den Bildschirmkanten und dem... Jetzt ist doch gut. Aber jetzt ist es ja nicht gerade. Da mach du es doch jetzt gerade, Sträger. Ich werd so wahnsinnig. Aber du hast gedacht, dass... Lob gebührt dir, du hast die Lösung, glaube ich, gefunden. So, ich glaube, was der Chat meinte ist. So, du hast ja diesen roten Strich. Jetzt mach's einfach! Ich mache ein kleines Tutorial. Ja. So, jetzt, ich weiß nicht, ob es gerade war. Ich glaube nämlich, das Blaue ist ein bisschen zu weit rechts. Sorry, ich muss es nochmal machen. Entschuldigung, aber es muss sein, weil sonst hat das alles gar keinen Sinn gehabt. So, jetzt. Florisch, jetzt können wir aber auch mal eine Großaufnahme von Walle machen, während er da auf die Lippe beißt, während er versucht, das gerade zu machen. Ja, das ist mein Konzentrationszüngchen. Oh, smooth. jetzt. Nein! Ich wollte erstmal das genießen noch. Ja, aber dann war ja ein Fehler da, weil es nicht unendlich funktioniert. Physik. Da war wahrscheinlich eine Nachkommastelle falsch. Das glaube ich auch. 0,00000003%. Und in der Unendlichkeit sorgt es dafür, dass der Würfel sich verschiebt. Das ist, hat Einstein schon gesagt. Physik ist ja auch nur Magie durch Wollen. So. So, aber jetzt muss ich diesen Kollegen da mit einem Portal runterkriegen und dafür meine schöne Portalkonstellation. You don't say. Da war ich doch gerade schon. Wobei, nein, du kannst ans Portal gehen und ihn einfach grabben. Oh, smart. Boah, du, Gott sei Dank denkst du mit. Da, hol ihn dir einfach. Ja, sehr gut. Ich habe ihn losgelassen. Jetzt kannst du ihn nicht mehr grabben. Scheiße. Boah, jetzt weiß ich auch, warum du gerade fast durchgedreht bist. warte, ich mach's mega schlau. Erkundet doch erstmal die gesamte Map, sagt der Chat. Das stimmt, hier ist ja auch noch was. Ich guck hier einmal durch. Hier muss der Würfel hin, aber da können wir ja nichts durchschießen. Warte mal, was macht das? Oh, jetzt ist die umgedreht wahrscheinlich, ja. Die ja, aber das ändert ja nichts. Jetzt geht die Skidder aus. Jetzt können wir hier ein Portal hinschießen. Und hier auch. Und jetzt müssen wir nur warten. Aber ich hätte es gern einmal geschafft, so wie dein Plan war, weil ich fand den schon so modmäßig. Also sehe ich das richtig, dass wir gerade 20 Minuten versucht haben, irgendeinen Würfel durchs Portal zu schicken, wofür es einfach einen Schalter gibt. Ja. Aber jetzt bleibt das halt auch so. Guck mal, jetzt ist der blöde Würfel da oben. Ja, weil du jetzt wieder die. Du musst die umdrehen wieder. Ja, scheiße. Der Schalter, jetzt ist ja gelb. Ja, aber jetzt habe ich folgendes Problem. Jetzt ist wieder andere Richtung. Erstmal will ich den Kollegen hier wieder haben, den Würfel. Der ist weg. Dann ist er wieder da. So, pass auf, jetzt machen wir das mal ganz cool. Ich habe vergessen, was ich eben gemacht habe. Hä? Du musst da drauf auf den Schalter. Ach so. Danke. Eben intuitiv richtig gemacht und jetzt alles verballert. So, der musste einfach nur drauf sein. So.
Jetzt können wir nämlich hier durch und jetzt können wir übelst relaxed hier ein Portal schießen. Und da... Und jetzt den Schalter drücken und dann kommt der ja rein. Schön gerade. Kann ich den nicht auch jetzt durchtragen einfach? Ah nee, der Schalter macht ja das Gitter aus. Nee, es geht nicht. So, und jetzt Schalter drücken. Super. Wie, und jetzt floatet der da so rum? Ich will das Portal wegmachen, bevor der wegfloatet. So. Super. Und was macht der? Macht der Schalter vielleicht was damit? Nee, wir müssen noch mehr der Map erkunden. Was ist das hier? Ein Aufzug. In so ein Gitter. Toll. Und was ist, wenn ich den Schalter drücke? Ah, dann fährt der Aufzug. Super. Ja, dann musst du dich draufstellen. Auf den Aufzug? Ja, natürlich. Ja, schon klar, aber wie kriege ich den Würfel jetzt da drauf? Und warum ist der Typ hier falsch rum? Ja, so wie es eben war. Der muss gegen die Wand fliegen, dann fliegt er auf den Schalter. Du stehst aber natürlich schon auf dem Aufzug und fährst hoch. Es ist halt echt der G-Man. Den erkenne ich sogar durch so einen Quatsch-Effekt. Okay, aber ich habe dir nicht zugehört. Genau wie du es eben gemacht hast. Nur, dass dann fliegt er ja oben aus der Decke und fällt auf den Schalter. Ach, und dann stehst schon du, hier da stehen. Musst du schon da stehen. Verstehe. Nur ist es jetzt nicht irgendwie, wie kriege ich denn den hier jemals hier wieder weg? Ja, auf die andere Seite gehen. Ja, aber da kann ich ja kein Portal mehr durchschießen, weißt du? Ja toll, jetzt hast du das Spiel kaputt gemacht. Das ist korrekt. Ich würde den halt gern vernichten, diesen Würfel, aber ich kriege ihn da ja nicht mehr weg. Oh mein Gott. Das ist... Nee, ich muss das Level, glaube ich, neu starten. Ah, nee, warte. Nee, nee. Ach, ich bin dumm. Hä, nee, was machst du denn jetzt? Jetzt... Es kann doch nicht sein, dass das jetzt nicht mehr weitergeht ohne einen Level-Neustart. Ja, das wäre schon doof, das stimmt. Aber... Also normalerweise... Ja, aber schieß doch einfach mal jetzt ein Portal hier in die Wand. So, wo ist das andere Portal? Hierdurch zerstört. Das ist das Problem, warum ich den Würfel jetzt nicht mehr hinkriege. Okay, kannst du springen und den erreichen? Muss er dran? Spring mal. Kannst du den graben? Ach nee, graben. Graben. Spring mal und fang den. Ja, siehst du. Das geht. Wow. Ja, geht dann mal hier jetzt kaputt. Ja, aber dann kannst du einfach jetzt da drauflegen. Ah nee, dann geht er ja wieder hoch. Nee, jetzt bleibt er da drauf. Warum bleibt er denn jetzt da drauf? Ja, aber Moment, jetzt kommst du ja nicht auf den Aufzug. Wenn du ihn loslässt in der Luft, geht er nach oben, ne? Nee, ach so, weil er jetzt kein Momentum hat, bleibt er halt einfach stehen. Das ist der Joke, dass der hier so durchfloaten soll und den Aufzug nur für so eine Maximalzeit quasi hoch. Ja. Aber kann ich nicht in so einer Bewegung sowas hier machen? Ja, guck mal, das geht. Warte mal. Okay, das war ein bisschen schlecht, aber warte mal, das geht theoretisch. Ich weiß, was du meinst. Ihm so ein bisschen Schwung geben, dass er noch runter sinkt, während du... Geh doch, geh doch, geh doch! Nein, aber es ist noch nicht... Das war doch! Nein, aber ist doch, guck mal, jetzt sofort wieder runtergebaut. Das war nicht ganz korrekt. Jetzt machen wir es doch gerade. Spring! Ja! Also, gerader. Ich will den erstmal kurz... warte mal. Achso, nee, das, ich hab den gleichen Gedanken wie eben gehabt. Ich will den wieder gerade hinkriegen, dass der mal hier so liegt. Nein, du musst es wahrscheinlich so machen, wie es geplant ist. Du willst dich durchglitschen. Ich will mich jetzt durch... Ja, ja, also wenn die mir schon Glitschen beibringen hier... Warte. Ich krieg das jetzt hin, ich krieg das hin. Sensationell, Walle. Stark. Damit habt ihr nicht gerechnet, Mod-Entwickler. Okay, wir haben das halbe Level richtig gelöst und die falsche und das zweite, den zweiten Teil falsch. Weißt du, was wir auch hätten machen können? Alles falsch. Weil dein Ansatz hätte ja trotzdem funktionieren können. Mhm. Frustriert mich fast, dass wir es so nicht durchgezogen haben. Weil wir hätten es ja viel cooler gemacht. Das Problem an meinem Ansatz war ja, dass die Schwerkraft immer dafür gesorgt hätte, dass der wieder zurück... Ach so, und dann hätte man auch nicht genügend Zeit gehabt und so. Was ist jetzt? Hier sehen wir übrigens Raytracing in Aktion. Eine bewegende Lichtquelle erzeugt diesen coolen Schatten dort. Mhm. Okay, wir müssen so eine Kugel irgendwo reinbuxieren. Endlich wird's spannend. Das machen wir jetzt. Haha. Jetzt bin ich im Fieber. Weil das letzte Rätsel war ja eigentlich mal gut. Das war ja mal kein Geschicklichkeitsrätsel. Und sie haben ein neues Element erfunden, und zwar Gravitation. Also in der Portal-Law. Oder nee, das gibt's ja auch. Im zweiten sind das so Tunnel. Okay, ich muss irgendwie hier durch das Gelbe
während ich auf dem Button stehe, diese Kugel jagen. Okay, das heißt, ich muss ins Blaue gehen. Was? Ja, pass auf, das Problem ist, wenn ich jetzt hier... Oh, ah, jetzt kommt es wieder zurück. Jetzt muss das Blaue einfach weg. Nee, andersrum, warte mal. Ich lasse den einmal kaputt gehen, weil die haben nur so eine gewisse Halbwertszeit. Ich zeig dir, wie ich es meine. Weil ich kann es gerade echt schlecht erklären. Nur diese Kugeln werden ja mit jedem Bounce quasi schwacher. Und ich will dann oben nicht so eine kaputte Kugel haben. So, pass auf. Zack. Jetzt mache ich den hier weg. Nee, das war ja mega dumm, weil ich hätte das andere Portal wegmachen müssen. Sorry. Ich will, dass sie kurz kaputt geht, weil sonst habe ich zu wenig Zeit. Aber dann mach doch die Portale weg, oder? Ja, nee, aber jetzt ist sie ja da oben. Da will ich sie auch hinhaben. Ja, aber je länger die fliegen, desto länger dauert es doch, bis die kaputt sind, oder? Ja, genau. Jeder Bounce, glaube ich, macht die mehr kaputt. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. So, jetzt muss ich hier hin. Und jetzt mich auf den Button stellen. Und jetzt ist sie in ihrer Buchse. Da. Und jetzt sind wir hier. Und hier kann man bestimmt wieder brutal sterben. Ah, ey, ich wusste das nicht. Da hinten ist der Aufzug. Ich könnte einfach da rauslaufen, ne? Ja. Und dann so um die Ecke und die einfach hier in Ruhe lassen, die kleinen Biester. Ah, ja, die schießen natürlich auf dich. Ah, der auch. Ich muss, glaube ich, einfach schnell sein. Soll ich schnell sein? Ja. Okay, ah, hier ist ein Knopf. Okay. Stark. Oh. Das war ja mal ein richtig schnelles Level. Das war, also ich bin ein bisschen erstaunt. Dass ich das jetzt gut gemacht habe, meinst du? Ja, ich habe dich immer für super... Ja, bei anderen Spielen stelle ich mir auch nicht so gut an. Ich habe Portal wirklich zigmal durchgespielt. Ich habe auch mal das erste versucht zu speedrunnen tatsächlich. Deswegen habe ich diese... Die Mechanics so krass drauf, ja. I'm Peter. I think Michael might have told you about me. So, der Chat hat uns natürlich eben was super Cooles gesagt. Schaut euch doch immer erstmal in der kompletten Kammer um. Das war auch sehr dumm, dass wir das ja, nicht gemacht haben. Das machen wir jetzt mega cool. Ist ja richtig. Ist ja, da kannst du auch einfach oben rein. Da. Ja. Nee, da rechts natürlich. Da. Oh, das habe ich nicht gesehen. Hä? Kenn ich mich nicht. Guck mal, wie dumm das aussieht. Kenn ich durch. Ach so, weil das eine Glasscheibe ist? What the fuck? Hä? Was ist das? Nee, da kann man nicht durch. Hä? Kann man zoomen in dem Game? Im zweiten Teil kann man zoomen. Nee, hier irgendwie nicht. Ja, keine Ahnung. Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich raff's auch nicht. So, aber ich will da rein. Also, beziehungsweise, nee, was ist denn hier? Ach, da muss das Ding reinboxiert werden. Ja, easy peasy. Bist du gleich bei Chat-Duell mit dabei? Leider nicht. Ich bin ja auch da ein Gewinnertyp, aber ich wollte den anderen Teams auch mal eine Chance lassen. Das ist sehr nett von dir. Aber du bist dabei. Ja. Mit wem bist du im Team? Weißt du das schon? Nee. Dann weißt du ja noch gar nicht, ob du Chancen hast zu gewinnen. Das stimmt, das hängt nämlich nur am Team. So, und jetzt? Jetzt muss ich hier nur das auf den hier schießen. Und jetzt warten. Und nicht sterben. Och, Mann. Was ist passiert? Dies geht ja halt ab und zu kaputt, weil sie irgendwie faul ist. So. Jetzt habe ich das da reinboxiert. Und jetzt hier den Orangenen verfolgen. Jetzt ist hier hinten irgendwas passiert. Hier muss ich rein. Nee, ich wollte nicht diesen Infinity Jump machen. So, jetzt bin ich hier oben. Ah, und ich muss hier wieder so einen Momentum-Kack-Jump machen. Da, die liebe ich ja, wie du weißt. Mm-mm. So nicht? So, jetzt kann ich nämlich hier oben hinzielen. Wow.
Das sind jetzt mal gute Rätsel, weil die sind eher mit Denken als mit die Maus toll bewegen. Einfach da durch die Tür. Yes. Ich habe schon wieder den Schalter. Ich habe mir auch gedacht. War das nicht flawless? Das war sensationell. Einen weiteren Raum werden wir jetzt nicht schaffen, denn jetzt ist es auch schon gleich soweit, glaube ich, oder? Nee, wir haben noch 40 Minuten. Was? Es geht bis 8:30. Quatsch. Das kommt dir wohl größtenteils negativ vor. Ich dachte, es ist jetzt um 8. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Wir haben ein bisschen länger Zeit. Sonst hat man ja immer diese Let's-Play-Situation, wo man sich denkt, Mann, das ist gerade so geil. Hätten wir nur eine Stunde mehr Zeit, Leute. Das ist wie wenn du in den Stau kommst, kurz vor deinem Zuhause. Ja, aber trotzdem können wir ja auch Portal 1, das normale Spiel. Aber ich bin dafür auf jeden Fall noch kurz, sich einen Speedrun anzugucken. Ja. Oder? Mhm. Also erstens, weil wir müssen nicht selber spielen. Und zweitens sehen wir, wie krass man das glitchen kann. Ich wette nämlich, das geht noch viel absurder, als wir das gemacht haben. Aber von dieser Mod? Ja. Oder von Dead Cells. Okay, aber jetzt bin ich lost, weil gibt's hier keinen Knopf? Kein Knauf? Nee, wie heißen die Dinger? Kubus? Wofür brauchst du denn jetzt einen Kubus? Ja, hier gibt's zwei Buttons und ich bin nur ein Mensch. Ah, da oben. Okay. Aha, der ist aber gut bewacht. Nimm ihn nur einfach raus. Na, gute Idee eigentlich, ne? Ah, da ist noch ein Schalter. Oh, aber ich hab schon mal den Kubus. Schau, weil jetzt könnte ich theoretisch hier durch. Aber da kann man nirgends so ein Portal hinschießen. Dafür ist wahrscheinlich der Schalter. Aber den kann ich so nicht drücken. Ich muss die Kollegen hier schon. Ja, kannst du einfach drücken. Ja, aber dann meinst du, ich komme da noch zurück und bin dann nicht tot? Wenn ich jetzt laufe und wieder zurück? Ja, dann mach die Dinger kaputt. Das mache ich. Ah, kannst ja hinter den. Ja, aber dann schießt der mich tot. Die sind schon fies platziert. Ich glaube, ich muss das so machen, dass ich hier direkt das Portal hinter den Kollegen schieße und mir den hier jetzt grabbe. Leute, ich will doch gar nicht nach Hause. Ich wollte zu Chat-Duell. Kann man das eigentlich auch machen? Nee. Oh, nee. Das ist auch eine gute Idee. So, der. Nee, warte mal, machen wir erstmal den. Und jetzt sind es ja nur noch die zwei. Stark. Oh, da komme ich aber nicht so viel näher ran. Aber kannst du nicht einfach. Oh, ich habe eine Idee. Nee, das ist doch keine gute Idee. Also hier durch. Der sieht mich gar nicht. Ja, wir sehen die beide geil. Nicht. Das ist ja mega cool. Dann nehme ich erstmal den hier weg und schmeiß den gegen den. Na ja, toll, ist ja nicht ganz geklappt. So, jetzt guck mal, jetzt bin ich mega frei. So komme ich zurück. Jetzt drück doch den Knopf. Mach ich. Hey, willst du nicht durch die Tür gucken? Was macht denn der Knopf? Ja, das hast du ja jetzt nicht gesehen, weil du weggegangen bist. Achso, meinst du, der macht was in dem Raum? Ja, hat er ja. Achso. Da, drück nochmal den Knopf. Der macht halt diese Tür auf. Ja. Das bringt mir einen Scheißdreck. Hä? Ja, so nämlich, hä? Was soll das? Hier kann Kubus raus. Achso, den haben wir ja schon. Ich hab so einen Goldfisch gehört, manchmal, dass ich sofort vergesse, was da war. Hä? Ich will halt sehen, was da ist. Weißt du, wenn jetzt. Du musst da noch was draufstellen. Ja, mich. Weil ich kann doch. Oh, das sieht nicht sicher aus. Hä? Von wo habe ich das denn dann durchgeschossen? Von da? Ach so. Nee, das ist ja dumm. Hm. Weil ich sehe halt hier so wenig. Da ist so ein Gitter, das bringt mir also nichts. Nee, das ist doch der Exit-Aufzug. Da. Die wollen so einen Pixel-Scheiß. Jetzt bin ich nämlich hier drüber. Was? Du, ich raff auch gar nichts mehr. Das ist. Hä? Ich hab einen Pixel entdeckt. Ich weiß nicht, ob es ein Cheese war oder ob das so gewollt ist. Das weiß man bei dieser Mod halt nie. Und jetzt bin ich hier oben und ich weiß auch nicht warum.
Also was das alles soll. Hier ist dieser Kubusaufzug in diesem dummen Raum von eben. Und jetzt bin ich hier und hab verkackt. Nee, warte. Über dir? Da? Ja. Dann kannst du auf die andere Seite jetzt. Da. Oh, das geht so weit. Danke, das habe ich nicht gesehen. Das ist so knapp zwar, aber geht. Hinter dir? Ja, plötzlich will das ein bisschen gerader schießen. So, Oder nee, da unten? Ja, da kann ich ja wieder hin. Boah, ist so schwer zu sehen. Da muss ich drauf. Okay. Boah, das ist knapp, ey. Oops. Looks like you need a box here. I'll send you one in 3, 2, 1. Haha, jetzt habe ich hier nämlich direkt in die richtige Stelle geballert. Ah, ich hätte das hier direkt runterballern können. Oh, Mann! Hm? Jetzt ist nämlich die Box hier. Das bringt mir herzlich wenig. Scheiße. Mann, ich depp. Jetzt komme ich dahin nicht mehr richtig zurück. Ah, doch, mit dem... Ah, doch, genauso wie eben. Sorry. Ich hab's jetzt gleich. So. Jetzt nehme ich mir den Kollegen. Jetzt sterbe ich bestimmt bei dem Versuch. Ja, nee, das Portal ist scheiße platziert. Ich sterbe hierbei. Da komme ich ja niemals drauf. Siehst du das? Aber ich werf den dahin. Und ich speichere. Ja, bevor wir hier sterben. So, jetzt gehe ich nochmal da hoch und schieße das eine Portal richtig. So wie eben. Und zwar so ein bisschen schräger. So. Ah, noch schräger, bitte. Ja, so genau. Und jetzt habe ich den nämlich wieder. Und kann... Der soll ja hier irgendwo hin. Ach so, nee, ich hätte ihn nie mitnehmen müssen. Sorry. Welches muss ich jetzt schießen? Ach, das, was da noch ist. Cool. Guck mal, jetzt sind wir hier. Sehr gut. Zack, endlich. Und Achtung, jetzt spring. Ja, das... Erstmal gucken, ob hier noch was Gemeines gelauert hat. Nice. Boah, wir schaffen vielleicht, dieses Spiel sogar durchzuspielen. Dann müssen wir es nie wieder spielen. Oh ja, sehr gut. Aber ich glaube auch nicht, dass wir es schaffen. Meinst du? Es durchzuspielen. Weil wir werden schneller, wir werden richtig gut. Der Chat redet zwar über was komplett anderes, aber für uns ist es. Kann ich gar nicht verstehen, das ist doch fesselnd. 14 von 19, guck dir das mal an, wie krank wir sind. So, Leute. Aber trotzdem brauche ich erstmal hier ein kurzes Verschnauswässerchen. Und ihr begebt euch in eine kurze, circa 3-minütige Entspannungspause. Und dann sehen wir uns hier gleich zu Chamber 14 wieder. Willkommen zurück. Wir sind besserer Stimmung, denn wir sind in Kammer 14 von 19. Und das heißt, das Ganze hat vielleicht... Das ist aber auch eine... Das ist mir hier in dem Raum schon ein paar Mal aufgefallen. Diese Kameraperspektive. Merkst du das? Das ist nicht gut. Echt? Mich lässt die total müsste, gut aussehen. Die müsste mehr von... Das ist total... Auch dieser... Der schießt mir doch hier direkt in meine... Aber das erklärt nicht, warum ich dann so gut aussehe. Aber du siehst doch auch aus, als ob du 3 Meter lang bist. Aber bin ich ja. Zurück zu unserem... Oh, guck mal, das ist eine andere Perspektive. Das ist schon besser. Das ist aber auch sehr weit weg jetzt. Das stimmt. Hier könnten dann noch so Leute platzen. Könnt ihr uns überhaupt noch hören? Hey. Hallo! Guck mal wieder. Shit. Mal ran. Sehr schön. Guck mal, was ich gerade gemacht habe. Wir sind ja gerade... Ein bisschen weiter von oben. Ja, müssen wir erstmal... Hallo, wir brauchen Kameraleute. Die müssen so hier schnell das alles umjustieren. Nein, alles gut. Ja, ich wollte den Zuschauern nur revealen, das Geheimnis verraten, dass dort gerade gar keiner steht. Wer hätte es gedacht? Außer eben die Führung. Gut, guckt mal, Leute. Kammer 14 von 19, wir haben es bald geschafft. Und ich habe gerade mal in eurer Abwesenheit bei YouTube eingegeben, Portal Prelude Speedrun. Und ratet mal, wer auf Platz 1 ist. Wie, wir sind auf Platz 1? Von was? Keine Ahnung, YouTube ist halt crazy. Wo siehst du das denn, dass wir Platz 1 sind? Nein, wir sind ein Ergebnis Nummer 1. Hast du schon mal die Suche ja, eingegeben? Ja, okay, du meinst, wir sind ganz weit oben im Suche. Ja, das liegt aber natürlich an deinem Algorithmus. Also, wir sind noch nicht mal eingeloggt.
Ja gut, das sind irgendwelche Rocket Beans Cookies. Du hast ja recht, ich fand das nur mega cool, weil wir so übelst gut sind und du so toll lächelst, als würde es dir voll Spaß machen. Ist das nicht mega geil? Ein Abbild just aus diesem Moment, genau. Wow! Oh, was ist jetzt passiert? Das ist ja cool. Oh, mal, jetzt sind wir endlich. Jetzt siehst du richtig. So könntest. Das könnten wir auf der Vogue abdrucken. Sofort. Das ist so doch wie Michelle. Wie heißt sie? Nicole Kidman bei den Oscars. Das sieht ja. Das ist ja wirklich total witzig. So sah 4:3 aus. Nein. Ich sehe aus wie so ein Alien. Ja, aber das hat jetzt nichts mit dem Bild zu tun. Was machen die da? Wir werden ja immer dünner. Ach so, die wollen uns dünner machen, weil wir gesagt haben, wir sehen so dick aus. Ja, so ist gut. Jetzt müssen wir doch die Stimme verändern. Perfekt. Ja, ja, ja. Komm, mein Let's Play, es geht weiter. Könnt ihr uns auch... Portal Prelude, Leute. Wir sind so gut. Deutschland Platz 1 mit dem besten Let's Player. So, genau, also nur ganz kurz, 3:44. Den gucken wir uns gleich an. Leute haben das in 3 Minuten 44 geschafft. Weil das die Welt bekloppt alle ist. Alle Kammern. Das kann nicht. Wahrscheinlich haben die sich durch irgendeine Wand Moment, das kann nur geglitscht sein, weil alleine, das kann nicht sein. Okay, wollen wir es direkt gucken? Wobei, ja. Dann spoilern wir uns ja die letzten Kammern. Oder vielleicht auch nicht. Wir gucken es. Ja, guck doch erstmal den Anfang, dann sehen wir ja schon, ob der Quatsch macht oder nicht. Ja. Ja, der macht direkt Quatsch. Was ist das? Der glitscht sich da halt so hoch und früher durch. Oh, ich hasse Speedruns mit Glitch. Das ist doch kein Skill dann. Ist doch schon geil. Nee, ist total bescheuert. Ich finde das super dumm. Ja, aber glaubst du, du kriegst diesen Glitch hin? Ja, aber es ist mir auch egal. Das Spiel wurde nicht programmiert, damit es so gemacht wird. Ja, aber jemand macht sich ein neues Spiel draus. Ja, aber das will ich nicht sehen, weil das Spiel habe ich ja nicht. Ja, guck's dir halt nicht an. Kann der nicht einfach mit purem Skill das machen? Die gibt's ja auch. Es gibt ja dafür die verschiedenen Kategorien. Ja, aber das ist die schlechte Kategorie. No Glitch brauchen wir. Ja, das stimmt, aber dann geht das bestimmt auch 40 Minuten. So, jetzt driftet er irgendwie durch die Welten und ist dann am Ende. Wow. Ist eine eigene Art von Skill, steht im Chat. Das stimmt. Ist einfach was anderes. Ja, aber naja. Aber ich finde immer cool, sich das erst... Das ist so, wie wenn du sagst, wie lange kannst du die Luft anhalten? Und dann sagst du 20 Minuten und dann schmuggelst du aber einen Schnorchel mit rein. Ja, aber ja. Dann kannst du ja nicht 20 Minuten die Luft anhalten, sondern du kannst halt den Schnorchel reinschmuggeln, aber... Ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen. Naja, mir geht's halt darum, dass das halt nicht der Skill ist, den ich sehen will. Ich will ja sehen, wie die Hindernisse mit möglichst perfektem Skill gemeistert werden und nicht... Ein Workaround. Das stimmt. Aber dann ist die Kategorie Glitchless halt was für dich. Das kann ja sein, aber das ist ja... So, das gucke ich mir nicht mehr zuerst an und dann will ich noch bis... 20 Mal gegen eine Wand hüpfen. Aber Gott, das ist doch auch cool. Was ist denn daran cool? Wer sich für Game Development interessiert, will doch auch mal hin das Level gucken. Das ist doch nicht... Wie spacig das alles ist. Das ist doch nicht cool, ein Spiel auszuhebeln. Irgendwo durch irgendwelche Map-Konfiguratoren zu floaten. Das ist so dumm. Mach das weg, ich will das nicht sehen. Hey, wir sind fast am Ende, noch eine Minute. Ja, aber das interessiert mich nicht. Aber den Chat total. Ja, scheiße, okay. Jetzt steht da lame. Eben stand da irgendwas Krasses, dass das total cool ist. Ja, es gibt für alles immer Leute, die es cool finden. Guck mal, das Mario-Level versteckt. Als ob das nicht cool ist. Ja, aber das ist, da kommst du wahrscheinlich hin im Spiel. Meinst du? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist für die Speedrunner ein Easter Egg. Meinst du? Keine Ahnung, jetzt ist man in Half-Life. Nee. Doch, das ist der Half-Life-Aufzug. Bist du jetzt bei Wetten dass du kannst Aufzüge aus Spielen anhand ihrer Beschaffenheit erkennen. Der Half-Life-Aufzug. Ja, bei Challenge Accepted mache ich das beim nächsten Mal. Ich bin... Krass, halt zu denken. Hm. Ich kann mir Sachen gut merken, zum Beispiel Straßen in GTA 5. Das weiß ich schon. Amy ist es auch zu lame. Ja. Wollen wir uns das Finale? Nein.
Okay, Chat, wir haben Werbung für den Speedrun gemacht. Ihr könnt euch jetzt ja noch anschauen. Jetzt speedrunne ich hier die Scheiße aus dem Level. Was erwartet mich? Ziemlich schneller Kram. So, und deswegen müssen wir hier eine Kugel da reinbuxieren. Okay, wie mache ich das? Ich gucke erstmal da drüber. Hier oben sind Robots. Okay, die mache ich sofort fertig. Nee, aber so wäre es dumm, weil dann sterbe ich sofort. Warum bist du denn jetzt so aufgedreht? Weil ich Speedrunner bin. Die reden immer doppelt so schnell, weil sie so viel zu sagen haben. Aber die sollen doch das Spiel schnell spielen und nicht schnell reden. Aber die müssen doch dabei immer erklären, so wie schnell, wie das geht. Und das ist alles immer so schnell, dass sie das super schnell erklären müssen. Ach, keine Ahnung. Es ist so, wie wenn du einen Brief schnell schreibst, weil jemand nur langsam lesen kann. Das stimmt, das würde ehrlich wenig Sinn machen. Das war ein toller Vergleich. Hast du meinen genialen Schachzug, an dem ich leider gestorben bin, mitbekommen? Verstehst du, was ich tun will? Nein. Dann hole ich dich mal rein in langsamer deutscher Sprache. Hier. Hier. Da hinten stehen so Roboter, die würden mich jetzt gleich abschießen. Und die muss ich ja irgendwie wegbekommen. Mhm. Und woher wusstest du denn, dass da Roboter sind? Weil ich diese Laser hier gesehen habe und eben schon mal Speedrun-mäßig übelst quick diesen Blick gewagt habe. Stark. So, und weil die Laser ja genau auf deren Körper zielen, kann ich ja quasi das Portal hierhin machen und genau auf den Laser. Dann können die kaputt gehen. Genau, nur sehe ich ja nicht das Ende vom Laser. Und deswegen war eben mein Plan, dass ich hier ein Portal hinmache und hier und dann sozusagen ganz schnell hier eins hinschieße und dann da wieder runterspringe, damit ich eins auf dem Laser habe. Bis das passieren konnte, haben die mich nur leider erschossen. Aber ich war bestimmt nur zu schlecht. Speichern? Und deswegen speichere ich, um es jetzt zu perfektionieren. Saugeil habe ich das jetzt gemacht. Saugeil. So, und jetzt muss ich einfach nur noch hier eins hinschießen. Und warten, bis der doofe Trottel umfällt. Hast du gehört? Hast du gehört. So, und das mache ich mit dem anderen jetzt auch. Vielleicht sollte ich hier speichern, weil wenn ich da versage, muss ich ja alles nochmal machen. So. Welches muss ich da hinschießen? Das blaue. Und der ist jetzt auch dead. Ja. Top. Ist Musik? Oder? Will ich mir das ein? Werde ich schon verrückt durch das Spiel? Oh ne, das sind noch so Kollegen. Habe ich noch... Ach so, aber das wird jetzt ja übel einfach. Jetzt muss ich ja hier nur den machen und dann den hier. Hier meine ich. Als ob ich die Kugel irgendwo anders hinboxiert. Oh, aber da sieht man das Licht der Kugel durch das Portal. Ist das nicht irre? Das ist Raytracing. Mhm. Wahnsinn, dass du schon mal von solch exklusiver Technologie gehört hast. Siehst du, achte mal drauf, wie die Lichter dynamisch hier die Schatten sich verändern, in den Ecken vor allem. Mhm. Welcher coole Typ hat dich denn darüber unterrichtet? Ray... Gabel. Tracer. Okay, guck mal, jetzt habe ich wieder alle umgebracht. Mich auch fast. Mann, warum eskaliert diese Kugel immer so? Das macht mir übel Angst. So, warum bin ich jetzt hier in so einer kleinen Sackgasse? Ah, hier kommt irgendwann Kubus raus. Okay, cool, haben wir das auch mal gesehen. Ich habe so Angst vor der Kugel. Wo ist die denn jetzt? Warum ist die denn jetzt da? Die bringt mich noch um, ich sag's dir. Siehst du? Boah, das Ende. Doch neben dem Portal. Ja, ich wusste aber nicht, ob die an dieser Ecke von dem Dingsbums abprallen kann. Ich bin schon mal durch eine Kugel gestorben. Oh, jetzt kann ich diesen Kubus hier hin tun. Was mir gar nichts bringen würde. Ich geh mal hier durch. Oh, Glück gehabt. Ich wusste nicht, dass der noch lebt. Das war so zwar nicht geplant, aber es war mega erfolgreich. Weg mit dir. Nee, ganz weg bitte. Runter da. So. Ich brauche noch ein zweites. Wo geht denn das hier hin? Hier. Ey, ich bin komplett lost.
Ich auch ein bisschen jetzt, aber warum ist denn jetzt hier eine Scheibe? Ja, dann, na egal. Was würdest du sagen? Nichts. Aufgeben? Nein. Ich check überhaupt nichts mehr. Okay, ich mach langsamer und erklär dir. Ich bin auch zu sehr im Speedrun-Modus. Ich nehme jetzt diesen Kubus in die Hand. Das ist auch, ich glaube, es ist zum Zugucken nicht so leicht wie zum selber spielen. Ich glaube auch. Vor allem, wenn man die Leute nicht abholt. Ich hole die letztes Mal ab. Ich habe das auch schlecht gemacht, das stimmt. Jetzt, also ich kann nicht das komplette Level erklären, was bisher passiert ist. Jedenfalls sind wir jetzt hier. Und nun haben wir die Schwierigkeit, dass wir wir haben nur einen Kubus, aber wir müssen zwei Buttons gleichzeitig drücken, um diese Tür erst öffnen zu können. Und das ist wahrscheinlich das Ende, mutmaßlich auch nur. Jetzt nehme ich den einfach mal mit runter. Er ist ja ganz unten. Und stelle ihn auf diesen Knopf hier. Ja. Und jetzt habe ich hier den Roboter released. Jetzt können die sich gegenseitig abschießen, machen sie aber nicht. Und jetzt kann ich den Zuschauern auch nur sagen, ich bin jetzt auch clueless. Also ich weiß jetzt nicht, wo das ist, wie ich da hinkomme, was diese Scheibe hier soll. Oder wie es generell weitergeht im Leben. Aha. Ich nur mal probieren kann. Das hast du doch schon probiert. Ja, das aber geht nicht. Mit den Roboterhaaren. Das geht echt nicht. Mann, okay. Gut, hast du eine Idee? Nein. Du musst aber auch, also hier in dem Raum geht's offensichtlich nicht weiter. Meinst du nicht? Ja, aber guck mal, jetzt ist ja voll dumm, diesen Button zu drücken, weil dann sind diese Roboter befreit. Ohne Button aber halt nicht. Also, du musst natürlich was auf den Button legen, sonst würde es den Button ja nicht geben. Ja, aber schau mal, was passiert, wenn ich diesen Button drücke. Dann werden die Roboter frei. Und wenn ich ihn nicht drücke, sind sie nicht frei. Ja, aber das ist egal. Du musst den Knopf drücken. Und dann weil er den auch da oben aktiviert. Er macht zwei Sachen. Da hast du natürlich völlig recht. Dann ist es ja total einfach. Ich muss den hier nur drauflegen, wieder hier hochgehen und mich selber hier draufstellen. Das ist fantastisch gelöst. Danke für den Tipp. Weil jetzt bin ich hinter dieser Tür. Konntet ihr folgen? Ja. Geil. So, jetzt bin ich hier und jetzt kann ich diesen Knopf drücken. Und der öffnet dann wieder die Tür. Super. Ach so, und jetzt muss ich hier wieder ein Dings reinbuxieren. Ach so, diese Tür bleibt nur nicht lange offen. Aber ist ja gar kein Problem. Ist doch ein Problem. Ist ein Riesenproblem. Weißt du, dass heute mein letzter Tag ist? Rocket Beans? Nee. Also ja. Vom Urlaub? Ja. Wirklich? Ich habe auch nächste Woche Urlaub. Geil. Nimmst du mich mit? Nee. Wo geht's hin? Mallorca. Und du? In die Heimat. Wo ist das? Köln. Wow. Köln, Innenstadt. Genau. Nee, bisschen auf dem Dorf. Schon ländlich, schon schön. Sag mal. Also eigentlich kommen meine Eltern aus Poolheim, aber ich bin in Frechen, das ist das Dorf daneben, weil da ist unser Festival. Das habe ich mir schon gedacht, das ist ein bisschen frechi. Frechi. Ich bin ein schräger Kerl. Das ist unser eigenes Festival, Trafostation 61, Leute. Kommt da hin, es gibt noch Tickets. Wie heißt das, Trafostation? 61. Was heißt, das ist dein eigenes Festival? Nicht mein eigenes. Ich habe das jetzt auch ein bisschen arrogant verkauft. Ach so, ein Festival von Frechen. Genau, von so einem Freundeskreis von mir. Deine Freunde machen ein Festival. Die machen ein Festival. Wer tritt denn da auf? Wollen wir kurz auf die Website gehen? Alright. Bitte. Das ist ja der beste Werbeslot, den ich je bekommen habe. Station61.de. So. Wow. Festival. 11. bis 13. August 23. Frechen Grefrath. Noch 6 Tage. Und dann da kann man nicht treffen. Nee, bitte nicht. Doch. Ich bin da nicht. Kommt alle vorbei. Das war letztes Jahr übrigens. Zeig mal, zeig. Ja, zeig ich. Soll ich hier den Trailer zeigen? Ja, den Aftermovie? Ja, zeig. Ja, so sieht das aus. Pass auf. Trafostation, wieso 61? So heißt das Gelände von der RWE. Die hat ja früher Braunkohle gefördert. Und das ist ein Erholungsgebiet für RWE-Mitarbeiter gewesen. Da jetzt aber dort vor Ort die Kohleförderung eingestellt wurde, kann man quasi diese sogenannte Trafostation mieten. Aber früher war das einfach nur so ein Stromgenerator-Umspannungswerkgedöns. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Und ja, wir sind da so im Wald. Es ist klein und lieblich, aber sehr gemütlich. Und das organisieren
also stellen Freunde von dir auf die Beine. Exakt, vor 10 Jahren wollten die da eigentlich nur einen Geburtstag feiern und dann hat die Polizei das gesprengt. Also die hat gesagt, hey, es ist nicht angemeldet, frechen Gerefrat, das Dorf beschwert sich komplett, ihr seid mega laut. Und meinten dann aber, es ist mega cool, warum meldet ihr das nicht einfach an? Und dann, ein Jahr später wurde das alles angemeldet, so dass es korrekt ist. Und ja, dann haben wir quasi einfach, oder die haben ein Festival draus gemacht. Und warum ich wir sage, ist, jeder, der da irgendwie Bock hat und das Festival auch schon mal besucht hat, der kann die Leute suchen. Wie, der kann die Leute suchen? Warum sage ich diesen Satz? Ja, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Der kann den Leuten helfen. Ach so, der kann die Leute suchen. Wer Bock hat aufs Festival, kann die Leute suchen. Aber das ist schon so Heavy Metal alles, oder was? Stoner Rock, Heavy Metal, aber auch Reggae nachmittags. Was ist denn jetzt schon wieder Stoner Rock? Weiß ich nicht, Caius, Queens of the Stone Age, kennst du solche Bands? Queens of the Stone Age habe ich schon mal gehört. Ja, sowas in die Richtung, kann man sagen. Aber ja, so diese Musikrichtung. Und guck mal, wie toll das da aussieht. Schön, das sieht wirklich schön aus. Das ist genau ein gemütliches Festival. Es ist nicht so wie Backen. Es ist nicht so übertrieben voll und groß. Okay, was denn sein Problem? Wen meinst du? Ja, Leder-Johnny. Warte mal, ich gehe mal zurück hier. Was hat er denn? Irgendwie klappt die Tastatur gerade nicht mehr. Ich muss mal hier. War er doch gerade. Der? Ah, ja. Ja, das ist bestimmt einer von Slipknot. Kennst du Slipknot? Ja. Das ist, glaube ich, einer von denen. Das ist doch nicht Slipknot. Der sieht aus wie schief gewickelt. Ich weiß auch nicht mehr, welche Band das war. Ich habe auch nicht alle gesehen. Man sucht sich ja auf Festivals meistens irgendwie Sachen raus, die man gerade cool findet. Und den Rest hängt man da aber auch rum. Oh, das sind meine Freunde. Und ja. Bist du auch in dem Video drin? Weiß ich nicht. Ich habe das Video noch nie gesehen. Aber ich kenne alle diese Menschen. Das sind sehr nette Menschen, tatsächlich. Und guck mal, wie chillig das da ist. Das sieht wirklich sehr chillig aus. Da abends zu chillen ist super. Das ist nice, ja. Und tatsächlich es ist unglaublich, wie sehr sich die Rocket Beans Bubble mit der Trafostation 61 Bubble überschneidet. Mhm. Weil mich haben letztes Jahr pro Tag ungefähr 10 Leute da erkannt. Mhm. Da dachte ich nur so, hey, ich werde sonst im Supermarkt. Das war bei meinem Geburtstag auch so. Wo hast du den gefeiert? Nee, an meinem Geburtstag haben mich auch viele erkannt. Viele erkannt. Was ein riesiger Zufall. Ja, aber sieht das nicht toll aus? Also, Leute, also kommt da alle hin, es gibt noch Tickets. Moshpit. Ja, hier sowas Tolles passiert da auch. Oh, krass. Aber alles natürlich ganz lieb. Wenn da jemand ganz hinfällt, lieb, dann wird dir auch mal aufgehoben. Ja, ah, toll. Genau. Das finde ich gut. Das ist toll, ne? Liebesfestival. Ja, wirklich von lieben Menschen. Und als ich eben diesen Quatschsatz gesagt habe, wollte ich eigentlich nur sagen, jeder kann dort halt helfen. Also jeder kann sagen, hey, cooles Festival, ich möchte nächstes Jahr wiederkommen, kann ich auch an der Bar stehen. Und dann freuen sich die Leute, weil alles ist ehrenamtlich. Ich helfe mit dem Bier. Es ist aber wirklich so, weil deine Bezahlung für an der Bar Bier ausgeben ist, du darfst den Scheiß gratis trinken. Mach mal Frechen auf die Karte. Ja, auf Google Maps. Genau, kommt. Hier gibt's auch, hier ist eine tolle professionelle Website. Wir können ja auf Anfahrt gehen. Naja. Anreise. Gut, hier gibt's ganz viel Text, aber es gibt hier auch eine Karte. Und auch ein Shuttle-Service, den gucken wir uns gleich an. Hier ist Köln. Ach. Hier ist die Messe, hier, das kennt ihr alle von Gamescom und so. Und hier ist Frechen, das ist der Ort. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen reinsuche, das ist Grefrath. Aus dem Ort kommen ganz viele der Organisatoren. Die haben das nämlich vor allem machen wollen, weil die haben alle Bands und die wollten eigentlich nur coole, ja, Auftritte haben. Woher kenne ich Grefrath? Es gibt auch Refrath, das ist auch nochmal woanders. Grefrath habe ich schon mal gehört. Das ist ja fast schon Stommeln, schreibt jemand. Da kommt aus der Region. Grefrath, haben die einen Eishockeyverein, Grefrath? Ja, tatsächlich spielt einer der Brüder der Organisatoren in einem Eishockeyverein. Allerdings weiß ich nicht, ob es Eishockey Grefrath ist. Wollen wir das herausfinden? Wenn wir schon hier in meiner Privatgeschichte rumwühlen, dann ist aber auch richtig. Grefrath Eis. Ja, nein, Eishockey. Okay. Ja, Eishockey. Okay. Da, Eishockey in Grefrath. Ja, Grefrather FC. Die kennst du? Denn die heißen jetzt anders. Geh mal auf den. Nee, geh mal zurück. Geh mal auf Wikipedia. Grefrather EC. Ja, den kenne ich. Warum? Was ist denn da deine Connection? Ich war früher Eishockey-Fan und als die Frankfurter Eintracht hatte eine Eishockey-Abteilung, die geschlossen wurde und dann wurden sie umbenannt in Frankfurter Löwen und die mussten dann wieder ganz unten in den Ligen anfangen und mussten sich durch alle Ligen hochkämpfen. Und dadurch, da ich so ein Hardcore-Fan damals mit Dauerkarte und so, krass, haben wir da viele Vereine gehabt. Okay. Und daher kenne ich den Grefrath. Das ist ja interessant. Hey, die sind so high im Game gewesen. Naja, die sind, ich weiß nicht, welcher hier,
die haben mal zweite Liga oder sowas gespielt. Ja, aber finde ich jetzt schon nicht schlecht. Ja, ja. Wir liegen für so ein, zwei. Für so ein kleines irre, ne? Ding. Weil lass mal kurz gucken, Grefrath, wie viele Einwohner hat das? 14.000. Das ist nicht so viel. 15.000, das ist nicht viel, ne. Dafür, dass von 15.000 Einwohnern, und in die Eissporthalle stand da gerade, passen 4.000 irgendwas. Also ein Drittel aller Grefrather, das ist ja gehen zum Eishockey faszinierend. Wahrscheinlich. Ja, die können da fast alle rein, weil es interessiert sich ja eh nie 100% der Leute. Wie dafür. Geil ist das? Stell dir mal vor. Ist ja geil. Ein Drittel des gesamten Dorfs geht zum Eishockey, das finde ich mega. Das ist das Schöne cool. Am Land, ne? Das ist dann so richtig. Ey, du bist ja schon halb connected. Ja, ich muss da unbedingt hin. Leider kann ich nicht, weil ich leider nicht da bin. Aber kennst du Mallorca, Mann? Ja. Nee, nächstes Jahr vielleicht. Ja, nächstes Jahr vielleicht. Ich will auch unbedingt hier den Ledermaffei. Den stelle ich dir dann vor. Und weißt du, was irre ist? Michael Reink hat ja auch eine Band. Und wäre nicht die Pandemie gewesen, hätte der da mit seiner Band spielen wollen. Das wäre auch super cool gewesen. Michael Reinke. Aber warum tritt nicht Krogi und Evil Jet mit ihrem neuen Sommerhit auf? Wäre auch geil. War jetzt zu spontan sozusagen, habe ich jetzt nicht. Da standen die Bands schon. Das Line-Up muss ja mal früher stehen, aber vielleicht nächstes Jahr. Oder hier die Band aus Game 2 300. Ja. Colin, Krogi, Ron und Kuro. Das ist ideal. Die müssen ein paar Mal proben. Und Chill dann, Area. Nice. Mega geil. Ja, da chill ich am liebsten, ehrlich gesagt. Das weiß ich. Und das Coole ist, wir haben auch einen Shuttle-Service. Also, mach mal, geh mal auf Merch. Ich will mal Merch angucken. Wir haben auch geiles Merch. Man, ich habe es auch manchmal hier in den Sendungen an, falls ich jemand kann. Ja, represent, represent. Ja, Mann. Das ist meine Crew. Wieso kann ich hier nicht. Oh, ich wollte da nicht drauf. Das ist. Sorry, ich wollte da nicht draufklicken. Trafostation. Das ist das alte Logo. Rockstoff. Ich muss das mal ganz kurz. Ah, das kann man nicht reinzoomen. Das ist nur aus Festival-Tickets an den Proberaum, an die Wand geklebt, dann abfotografiert. Dann ausgeschnitten und dann auf ein T-Shirt gedruckt. Sensationell. Krank, oder? Ja, ist so absolut. Und das ist das alte Logo. Das war doch sehr dilettantisch, weil am Anfang wollten wir einfach nur rocken und keine Logos basteln. Und das ist das Neue. Jetzt sind wir ein bisschen professioneller. Jetzt kannst du ja auch eine Handyhülle suchen, kaufen, meine ich. Warum soll ich immer suchen heute? Und eine Tasse. Und ach, alles, was das Herz begehrt. Toll. Trafostation 61. Wahnsinn. Und Festival Merch. Ach, Merch. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, das ist ein Stadtname. Nee, das ist einfach ein Riesengag. Ja. Das kostet eine Karte. Oh ja, mach mal Bands. Mach ich sofort, aber jemand hat sich gerade mit dem Preis erkundigt. Und das ist natürlich immer sehr relevant für Leute, die gar nicht so viel Geld haben, zu denen ich mich tatsächlich auch zählen würde. Tickets. Alle 3 Tage inklusive Camping kostet mittlerweile 65. Inflation und Co. Und natürlich. Ich war noch nie auf dem Festival. Aber ich weiß nicht, was die Preise normalerweise sind. Auf jeden Fall sowas wie 250 bis 300 Euro pro Karte. What? Für die 3-4 Tage. Also, wenn du was kosten Wackenkarte? Rock am Ring oder so. Wacken, gucken wir mal eben. Wacken, Karte, Tickets und Shop. Ablehnen. Camping. Warum Preise, Mann? Weil wahrscheinlich, weil es gerade schon läuft, kann man nicht. Doch, weißt, das wissen die doch im Chat hier. Circa 300. 300 ja. Euro? Dafür, dass ich im Schlamm schlafen muss? Ja, da war die Schätzung gar nicht so schlecht. Du kannst auch VIP-Wohnwagenplätze natürlich kriegen, aber dann wird es halt richtig teuer. Und du brauchst dann einen Wohnwagen. Ja, so viel dazu. Aber warte, nein, warte. Ja. Geh noch einmal auf Bands. Ja. Noch Bands und dann müssen wir tatsächlich sehr pünktlich heute in die Folge. Wen haben wir denn da? Hier ist der Spielplan. Das sind natürlich kleinere Bands. Deep Blue. Aber Mobbys, ein paar kennt man vielleicht. Suburban Rex. Im End-Line-Up. Bear Parliament. Aber auch natürlich nur Stone Tree. Wer sich da irgendwie generell in der Szene befindet, kleine Musik auch mag. Hier werden natürlich kleine Bands gefördert. Dirty Sound Magnet. Das Magic. Chris genau, Eddie, ich glaube, ihr seht sie gerade nicht. Temptations for the Week. Leider eh raus. Besucht gerne Trafostation 61. I was at the Temptations of the Week Concert and it was fucking wicked. Ey, guck mal, du passt perfekt dahin. Mortal Peril. Du bist jetzt schon als Ansager für 24 gebucht. Anti. Hammer, du machst das perfekt. Du musst unser Trailersprecher einfach werden. Splinter. Ja, vielen Dank für diese kurze Möglichkeit hier, das Festival meiner Freunde so mal ein bisschen zu bewerben. Kommt vorbei, wer ist Headliner? Domenico Ansaldi. Wo siehst du das? Nee, ist Aftershow, sorry. Chris Redrum ist auch Aftershow. Woher weißt du denn, wer da Headliner jetzt ist? Ja, bei 22:20 halt die letzte Zeit. Dirty Sound Magnet. Ist das so, dass die letzte Band immer die krasseste ist? Ist eigentlich normalerweise. Echt? Ja, ist eigentlich genau
Am Ende muss es nochmal richtig knallen. Am Ende knallt es nochmal, ja. Das muss ich mir merken. Okay. So, ey, Dirty Sound Magnets in Mega steht da von Jim Fish. Dirty Sound Magnets! Vom Let's Play gestern noch hier. Schön immer die gleichen Leute im Chat. Danke Leute, dass ihr dabei wart, dass ihr Portal durchgehalten habt. Ich weiß, war anstrengend, war schnell, man konnte auch oft nicht folgen. Aber ich glaube, mit uns beiden hat euch das Spaß gemacht. Und dann habt ihr jetzt ja auch noch ein cooles Festival empfohlen bekommen. Jetzt geht's hier weiter mit dem Epic Showcase. Da wird mir Janina erklären, was es auf der Gamescom vor was ist denn jetzt? Gibt's Chat-Duell? Nee, du musst dann eine halbe Stunde irgendwie chillen. Ja, geh doch in die Chill-Out-Area. Okay. So, genau. Eddie geht in die Chill-Out-Area. Ihr seht den Guten in einer halben Stunde beim Chat-Duell wieder. Bleibt dafür auf jeden Fall dran. Und jetzt erklärt mir Nvidia, kann ich heute eigentlich Raytracing. Ich habe Janina gerade Nvidia genannt. Jetzt erklärt mir Janina, was wir Cooles auf der Gamescom erleben. Bis gleich.